herzlich willkommen zu Trail TV, die große Premiere. Es begrüßen euch die Sandra. Genau, herzlich willkommen. Ich freue mich, mit meinem Kollegen Dennis euch durch den Abend führen zu dürfen. Wir haben einiges an Inhalt für die nächsten Minuten. Absolut. Wir werden beginnen mit der Kategorie News. Ja, ist einiges passiert, es wird einiges passieren, da berichten wir drüber. Genau, und dann geht es weiter mit Gear. Ja, wir stellen 5 ultra-trail-fähige Trailrunning-Schuhe vor. Absolut heiße Tipps. Ein genauso heißer Tipp ist unser Trail-Spot. Das ist nämlich das Pitztal und die haben sich Trailrunning zum Markenzeichen gemacht und darüber wollen wir reden. Genau, es wird weitergehen. Wir nehmen euch mit in die aktuellen Trends. Fastest Known Time ist unser Thema. Trail-Magazin-Redakteur Benjamin Bublak verrät, was hinter diesem Phänomen steckt. Genau. Außerdem reden wir über Training. Es geht um die perfekte Technik im Uphill und im Downhill. Wir waren zu Gast in Füssen bei Michael Arendt Training. Genau. Dann dürfen wir im Studio unseren Gast Philipp Reiter begrüßen beim Trail Talk. Ja, ein internationaler Fotograf, ein ehemaliger Spitzenläufer, der aus dem Nähkästchen plaudert, was die internationalen Stars angeht. Genau, in der Kategorie History wird es emotional. Es geht um den Transalpine Run, es geht um die Entstehung des Trailrunning, es geht um die Vergangenheit und die Zukunft dieser fantastischen Alpenüberquerung für Teamläufer. Und last but not least unsere Kategorie Typen. Flo Neuschwander ist im Studio, der Typ, der 100 Kilometer auf dem Laufband gelaufen ist und einen Weltrekord aufgestellt hat. Und wir haben die 10 gleichen Fragen an Yves Quigley und den Hannes Namberger gestellt. Das ist das, worüber wir berichten diesmal. Dennis, sagen wir, 2020 war ein herausforderndes oder interessantes Jahr mit definitiv weniger Wettkämpfen, als sich das viele von uns gewünscht hätten. Gibt es trotzdem News? Gibt es irgendwas, worauf wir uns 2021 ganz besonders freuen dürfen? Date uns doch mal ab. Ja, es wird definitiv einiges passieren. Wir haben zum Beispiel einen Staffellauf. Okay, Staffellauf. Ja, organisiert das Trail-Magazin zusammen mit Salomon. Okay. Crossing Germany. Wir laufen vom Westen nach Osten, ab durch die Mitte nennt sich das. 800 Kilometer, 8 Tage sind wir da unterwegs. Von Schengen bis zum Fichtelberg. Wir versuchen da alles auf Trails zu laufen, durch Mittelgebirge. Ja. Quasi der Beweis, dass Trailrunning einmal durch Deutschland auf Trails möglich ist. Irre, oder? Okay, super. Ja. Wie viele Höhenmeter läuft man da? Die Zahl weiß ich jetzt nicht, aber es geht hoch und runter, das kann man wirklich sagen. Ja. Okay. Also ist kein Wettkampf, kein Rennen. Ist eine Sache, wo wir Leserinnen und Leser dafür suchen. 10 an der Zahl. Seit dem 15. Februar gibt es eine Bewerbungsphase. Man kann sich aber auch jetzt noch natürlich bewerben da dafür. Wir sind als Crew in 3 großen Wohnmobilen unterwegs und die Leute wechseln sich quasi ab auf dieser Strecke, um das Ziel zu erreichen. Tolle Sache. Das klingt nach einem richtig schönen Abenteuer. Cool. Ja, dursten wir alle danach. Ja, genau. Was gibt's noch? Der Rennsteiglauf, kennst du. Europas größter Landschaftslauf. Kenne ich. Ja, sollte im Mai eigentlich stattfinden. Der ist auf den Oktober geschoben. Okay. Ist einfach sicherer. Und im Oktober dann auch nicht für einen Tag geplant, sondern wird auf 2 Tage. Ah, das ist hier entzerrt. Etwas entzerrt. Okay. Ja. In dem Zusammenhang, es finden momentan Wettkämpfe statt auf der Welt. Ja? Sollte man nicht glauben. Zum Beispiel der Tarawera Ultramarathon. Wo ist der? Neuseeland. Genau? Ah, okay. Findet statt. Aber war ja die letzten Jahre, das ist ein relativ bekannter Lauf, war die letzten Jahre ein absolut internationales Rennen. Ja. Wie machen die das dieses Jahr? Da laufen nur Neuseeländerinnen und Neuseeländer mit. Ist quasi eine Landesmeisterschaft diesmal. Ja. Okay, auch spannend. Auch spannend. Mindestens genauso spannend ist aber, was dieses Jahr passiert. Du kennst die Golden Trail, die internationale Golden Trail Series, kennst du? Selbstverständlich. Genau, also große Rennen sind da die letzten Jahre dabei gewesen. Sierre Sinal, der Mont Blanc Marathon, Zegama. Also
diese ganzen Rennen, wo wir diese fantastischen Bilder vom Hochleistungs-Trailrunning kennen. Absolut, ja. Genau. Da wird es dieses Jahr eine nationale Serie geben, eine deutschsprachige Golden Trail Series wird es geben. Cool. Ja, und da sind Rennen dabei, die kennst du auch. Zum Beispiel der Chiemgau Trailrun, Mayrhofen Ultrax, eben der Rennsteiglauf ist auch dabei. Sogar Finale? Das Finale ist beim Rennsteiglauf, okay. Genau. Also wer so wettkampfmäßig so eine richtige Rennserie laufen will, der findet da jetzt was. Ist eine schöne Zusammenfassung von tollen Wettkämpfen. Ja. Cool, absolut cool. Genau. Was steht sonst noch an? Trail Game. Was ist ein Trail Game? Also, am 9. Oktober wird Plan B ein Rennen veranstalten, das eine völlig neue Ausrichtung hat. Eine völlig neue Philosophie, kann man fast sagen. Jetzt machst du mich neugierig. Ja, pass auf. Erzähl mehr. 12,5 Kilometer eine Runde, 125 Minuten Zeit für diese Runde. Was sagst du? Klingt machbar, erstmal. Klingt machbar, genau. Aber für die Ultrastrecke musste quasi 100 Kilometer laufen, also bis zur letzten Runde. Musst also quasi immer diese Zeit einhalten, dann kommst du eine Runde weiter. Okay. Und irgendwann kommt eben bei Kilometer zu Kilometer 100 die letzte 12,5 Kilometer Runde. Und es gewinnt, wer diese letzte Runde am schnellsten läuft. Aua. Spannend, spannend. Absolut. Weil bis dahin ist es ein taktisches Rennen, ja. Wahnsinn, ja, okay. Finde ich total spannend. Ich stelle es mir auch spannend vor, weil man ja Familie und Freunde da auch toll mitnehmen kann für so ein Event zum Zugucken auf so eine Runde. Ja, auf Runden ist das ja immer toll. Ja, genau, ist eine schöne Sache. In dem Zusammenhang Trail Game, da gibt es Parallelen zum Backyard Ultra. Sagt ihr was? Backyard Ultra? Ja, war 2020 ja im Trend. War im Trend. Gab es bislang zwei Backyard Ultras in Deutschland. Jetzt wird es insgesamt sogar vier geben. Da gibt es noch einen bei Salzburg und einen bereits zum dritten Mal bei Zürich, veranstaltet von Carsten Trilling, von unserem Trail-Magazin-Redakteur. Ah ja? Okay. Genau. Also cool. Auch da tut sich was. Und, personelle News gibt es noch, okay. Sandra. Genau. Kennst du Javier Thevenin? Natürlich. Kennst du, siehst du. Dreifacher UTMB-Sieger, hat alle Wettbewerbe innerhalb des UTMBs gewonnen. Ist eine Ultra-Trail-Legende neben jemand wie Kilian. Ja. Und der ist eigentlich gefühlt schon immer für Essex gelaufen. Und der wechselt jetzt zu Onrunning. Von Japan in die Schweiz. Der wechselt quasi von Japan in die Schweiz. Okay. Der wechselt von Essex-Schuhe in On-Schuhe. Okay. Da sind wir eigentlich auch beim Thema für unsere nächste Rubrik Gear. Da geht es nämlich um Trailschuhe. Es geht um 5 Ultra-Trailschuhe, die wir gerne empfehlen. Ja, es gibt viele Ausrüstungsgegenstände, aber der liebste Gegenstand für einen Trailrunner sind Trailrunning-Schuhe. Im Moment testen wir, es ist Trail-Magazin für das kommende Heft, sehr, sehr viele Trailrunning-Schuhe. Fast 40 Modelle, die dieses Jahr kommen, sind wir momentan am Laufen. Der Benni, unser Testredakteur, der ist auch beim Test dabei. Wir sind ziemlich viel unterwegs, um eben zu gucken, was können diese Modelle im Moment, wie gut sind die. Ja. Wir haben unter diesen 40 Modellen 5 Tipps gefunden für richtig lange Distanz, also für Ultra-Trail-Strecken, wo man einfach mehrere Stunden im Gelände komfortabel mit so einem Schuh unterwegs sein soll. 5 Tipps haben wir jetzt mitgebracht und die stellen wir vor. Das ist der Ultra 100 von Dynafit. Ja, wie der Name schon sagt, das ist ein reinrassiger Ultra-Trail-Schuh. Ihr seht es hier auch, der hat eine richtig üppige Dämpfung. Klar, das ist ein Schuh der Marke Dynafit. Der hat eine wirklich alpine DNA. Aber man muss doch sagen, wir waren sehr begeistert. Der rollt auch richtig gut im Flachen. Also der steckt einige Straßenkilometer weg und fühlt sich natürlich dennoch am besten im alpinen Gelände. Da ist er zu Hause. Und
Ja, wir denken, das ist auf jeden Fall ein Schuh für Wettkämpfe. Bei den Klassikern sehen wir ihn wie dem UTMB, 100 Kilometer und länger. Da ist dieser Schuh zu Hause, der Dynafit Ultra 100. Ich habe ein Schuhmodell, das will vielleicht sogar noch länger laufen. Hoka One One Speed Goat 4, die vierte Überarbeitung, die vierte Saison für diesen Schuh. Man sieht sofort hier richtig viel Dämpfung. Vielleicht im Moment der Schuh mit der üppigsten Dämpfung in der ganzen Range der Trailrunning-Schuhe. Der Schuh hat eine Vibram-Außensohle, das heißt, er ist sehr griffig, auch im schweren Gelände, klassische Schnürung. Ich bin mit dem Schuh letztes Jahr die Tour de Géant gelaufen, also ein Lauf, wo man fast eine Woche unterwegs ist, und ist wirklich ein sehr, sehr komfortabler Schuh. Ist auf jeden Fall unser Tipp für ganz lange Sachen. Genau, und das nächste Modell ist ein sehr, sehr neues Modell. Der La Sportiva Cyclon, ja, der Schuh weiß ganz genau, wo er hin will. Der will wirklich ins raue Gelände, ganz nach oben in die Berge. Man sieht es ja auch, ist wirklich stabil aufgebaut in der Mittensohle, hat hier so Stabilisationselemente, hat viel Schutz im Knöchelbereich. Hier ist so wie so eine Neopren, umfasst den Knöchel. Und ja, was natürlich ganz toll auffällt, ist hier dieses Boa-Verschlusssystem. Da hat es La Sportiva echt gut geschafft. Mit dem Bohrverschluss, das geht eine richtig gute Symbiose ein mit dem Schuh, und man kann hier dran drehen und der Mittelfuß wird richtig fest an den Schuh gebunden, sodass man sich richtig sicher fühlt im Gelände. Also der La Sportiva Cyclon, ein Schuh, für der ganz hoch hinaus will, der oben in den Bergen ausgeführt werden will. Salomon SenseRide 4, 8 mm Sprengung und wiegt in der Mustergröße unter 300 Gramm, also immer noch ein recht leichter Schuh. SenseRide 4 heißt auch wie beim Speedgoat die vierte Saison, die vierte Überarbeitung. Ich muss dazu sagen, ich bin mit den SenseRide-Modellen schon die erste Version, die zweite und die dritte gelaufen, habe den Transalpine in einem SenseRide 2 gefinisht und war mit den Schuhen die ganzen letzten Jahre auf fast allem unterwegs. Soll heißen, es ist ein perfekter Allround-Schuh. Ein Modell, das ich eben nicht nur Leuten ans Herz legen würde, die jetzt einen Ultra-Trail laufen, sondern das ist ganz allgemein ein Trailrunning-Schuh, der sich perfekt im Gelände bewegt. Für Einsteiger, für Fortgeschrittene, aber auch für Profis. Schnellschnürungssystem. Packt unglaublich gut auch den Mittelfuß, gibt Stabilität. Und was bei der Vierer-Version mir sehr gut gefällt, das ist das Mesh-Außenmaterial. Das ist so weich und flexibel, dass trotz der Stabilität die Zehen unglaublich viel Freiheit haben. Außensohle Contagrip, also Salomon eigene Gummimischung, hält perfekt auf Matsch, auf nassem Fels. Toller Allrounder, ich würde ihn für eher kürzere Ultra-Trail-Distanzen zuordnen und empfehlen, sprich 50, 60, 70, maximal 80 Kilometer, ein 100er und drüber gibt es Schuhe mit mehr Komfort. Adidas Terrex 2 Ultra Pali. Den Schuh gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal hier, wie wir ihn hier haben, mit dem Boost-Zwischensohle und einmal mit einer EVA-Zwischensohle.
Ja, die beide Versionen, denke ich, sind sehr, sehr laufbar, sind sehr bequem und wir sehen sie eher so auf den einfacheren Trails bei längeren Landschaftsläufen. Ja, man merkt dem Schuh doch an, dass irgendwie die Verwandtschaft da ist zu den Straßenschuhen. Und da fühlt er sich einfach am wohlsten. Das Obermaterial ist hier so ein Strickmaterial, was auch äußerst bequem ist. Und ja klar, was kann man zu dem Schuh noch sagen? Die Optik. Also, ja, Wahnsinn. Dennis, ja, ist ja abgefahren. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Der Terrex 2 Ultra Pali ist ein echter Hingucker. Ja, ich denke, das sind fünf gute Tipps auch für unterschiedliche Ultra-Trail-Distanzen und auch unterschiedliche Geländeformen. Ultra-Trail ist ja heutzutage nicht gleich Ultra-Trail. Aber ich glaube, für alles, was so kommt, von 50 Kilometer leichte Landschaft bis 350 Kilometer schweres alpines Gelände, findet man unter den fünf Modellen ja wirklich was. Absolut, unsere Tipps sozusagen. We're here in the heart of the Dolomiti Mountains in the Dolomites of Italy. And this is our terrain. It's very difficult, technical, rocky terrain, very steep uphills, very steep downhills. And this is really driving the development of this shoe because we've tested it right here at home. So when we look at the VK Boa, we started with a shoe which we wanted to make as light as possible. And the Boa system works well for us because it allows all of the lacing to remain inside the dial itself, creating a very clean and smooth shoe with no extra pieces which could come out and hinder the performance. When we started the development of the VK, we were soon realizing that the potential could be bigger than simply keeping it for the short distance racing. And that's why we tried right away to apply the Boa Fit system on a more structured shoe. And that's when the first ideas for the Cyclone came up. The Sportiva goal was to wrap the foot much more efficiently compared to laces, and with our knowledge starting from the tri-panel concept, we developed and evolved that concept into the dynamic cage, and then the BoaFit system can really secure the foot to the bottom unit, providing a really performance feel. The moment where we were really convinced to insert the Boa Fit system on a mid-long running shoe was when we got the first positive feedback from our athletes. Because we are La Sportiva, and what we care the most about is to provide the best possible tool to our athletes so they can push their limits. Our goal at Boa Technology is to really bring fit to the next level, to partner with brands like La Sportiva to create new concepts where we can wrap around the foot and create a much more precise fit. For us, it was super interesting to work together with Boa because we had the possibility to get the best out of the collaboration between their development team and ours. Lieber Benny, lieber Dennis, vielen Dank. Super Schuhe. Ich möchte euch gern mit in eine Region nehmen, wo wir die Schuhe auch mal testen können. Und begrüße im Studio ganz herzlich Ladies First, die Jasmin Weiser, Läuferin aus dem Pitztal, Hotelier, Inhaberin und den Gerry als Tourismuschef der Region. Lieber Gerry, sag mal, Pitztal. Hoch, steil und trotzdem sehr bekannt für das Trailrunning im Sommer. Magst du uns mehr darüber erzählen? Ja, gerne. Danke, dass ich da sein darf, liebe Sandra. Wir kennen uns ja aus läuferischen Elementen aus dem Pitztal und
Gerade weil Speedstyle so steil ist, ist es prädestiniert fürs Trailrunning. Und um vielleicht allen das zu veranschaulichen, habe ich ein paar Bilder aus dem Speedstyle mitgebracht. Und die könnten wir uns anschauen, damit wir da mal eine Vorstellung haben, von was wir da jetzt die nächsten Minuten reden. Genau, und die bergwehgekränkte Seele streicheln. Ja, wir haben ein Sommerthema gesucht, was perfekt zum Pitztal passt. Und wenn man das Tal so anschaut, sehr steil, hochalpin, manchmal auch gefährlich, dann ist der Bergsport, der Berglauf eine ideale Ergänzung zu den anderen Wanderthemen, die wir hier im Pitztal haben. Das Tolle im Pitztal ist, dass die Pitztaler und Pitztalerinnen das selber leben. Und wir haben ganz viele Läufer im Tal, die mit Ideen zu uns kommen. Und aus diesen Ideen haben wir dann geschaut, was kann man umsetzen, was ist laufbar, was ist zu gefährlich. Labestationen setzen, die Versorgung stellen, wo kann man die Bergrettung positionieren, und aus diesem Sammelsurium von Informationen hat man dann einfach zu dritt, zu viert diese Strecken geplant und umgesetzt. Der höchste Punkt ist bei 3100 Meter. Der ist gleich in der Früh. Um 4 in der Früh läuft man quasi über 3100 Meter. Es ist sehr technisch. Die Kauner Grathütte hat einen Abstieg, wo die Spitzenläufer sagen, es ist eines der technischen Strecken, die sie kennen. Also in allen Bereichen, was das Trailrunning anbelangt, topfit sein, um da zu überstehen. Oh, Wahnsinn, da kriegt man wieder richtig Lust. Gerry, aktuell scheinen viele Regionen ein Profil zu suchen. Das Pitztal hat das, wie ich gerade schon angekündigt habe, einfach mit dem Trailrunning im Sommer gefunden. Würdest du anderen Regionen empfehlen, sich auch einfach auf das Trailrunning zu fokussieren, oder findest du, dass es so eure Nische ist? Also es ist auf jeden Fall eine Nische des Spitztales, und wir haben ja schon 2013 angefangen, auf das Thema zu setzen. Und ich bin schon der Meinung, dass wir weitere Regionen brauchen, die das so intensiv betreiben wie wir, also nicht nur ein Event, sondern eben mit Hotels, mit anderen Angeboten zum Trailrunning. Weil sonst haben wir irgendwann keine Läufer mehr, die ins Spitztal kommen. Und so bin ich der Meinung, dass sowohl Gebiete aus dem Schwarzwald mit flacheren Bergen das Trailrunning forcieren müssen, damit neue Leute das Trailrunning kennenlernen können. Weil ins Spitztal kannst du nur kommen, wenn du schon irgendwo in einer flacheren Region geübt hast oder auch einen Wettkampf schon gemacht hast, irgendwo im Flachen. Dann ist der nächste Schritt dann, oder der übernächste Schritt ist dann, im Pitztal laufen zu kommen. Und darum bin ich schon der Meinung, dass wir noch weitere Regionen brauchen, die auf dieses Thema setzen. Okay. Jasmin, Frage an dich. Was genau bedeutet Trailrunning denn für dich als Hotelier-Dame, wenn ich das so sagen darf, einfach mal aus der anderen Sicht jetzt beleuchtet? Mhm. Ja, Trailrunning ist mittlerweile für unsere Sommersaison extrem wichtig. Die Gäste kommen bewusst ins Pitztal, um zu laufen, um in den Pitztaler Bergen zu laufen. Und ein Sommer ohne Trailrunning, jetzt bei mir im Hotel für Jahreszeiten, aber auch in anderen Hotels, Pensionen, in allen Unterkünften, ist meiner Meinung nach kaum mehr wegzudenken. Okay. Und Gerry, du hast jetzt gerade gesagt, man muss quasi schon mal irgendwo gelaufen sein, um ins Pitztal zu kommen. Wen würdest du denn als typischen Pitztalläufer? Gibt es sowas? Würdest du definieren? Meinst du aus der Sicht der Einheimischen oder jemand, der zu uns auf Urlaub kommt? Nein, der zu euch kommt, weil wir jetzt hier gerade die Bilder gesehen haben und ja. Ja, also wie man den Bildern sieht, braucht es ein bisschen ein technisches Know-how, wie beim Skifahren. Du kannst auch nicht auf der roten Piste anfangen Skifahren. Das lernt man auch auf der blauen, einfachen Piste. Und so würde ich den Gast charakterisieren als sportlich, von jung bis Senioren.
Also wir haben bei unserem Bits Elbern ja auch eine Altersklassen bis zu 60 plus. Also man kann auch im hohen Alter noch Trail laufen im Bitztal. Aber wie gesagt, wenn man es im Skifahren vergleicht, eine rote Piste muss man Skifahren können. So muss man als Läufer schon eine gewisse Erfahrung haben. Trittsicherheit. Das Bitztal ist sehr technisch, sehr viel blockiger Fels. Keine Forstwege, kaum Forstwege zum Laufen. Also wirklich, man läuft wirklich so, wie sich der Trailrun-Erfinder gedacht hat. Man läuft wirklich auf Waldwegen, querfeldein. Es gibt ihn also, den Pitztal-Trailläufer. Aber sag mal, gibt es auch einen Trail-Tourismus? Ja, also ich bin überzeugt davon, dass es den gibt. Also seit wir das 2013 eingeführt haben, das Thema, merken wir, dass die Leute wegen dem Trailrunning zu uns ins Bitztal kommen. Und zwar nicht nur an dem Wochenende des Events, sondern wirklich die ganzen 3-4 Monate, wo wir Sommertourismus haben im Bitztal, kommen die Leute und buchen sich bei uns ein. Einerseits zum Laufen für sich selber oder zu einem Camp. Aber da ist ja die Jasmin die Expertin, weil du hast ja einige Camps bei dir, gell? Ja, genau. Also am Anfang war es so, haben wir kämpfen müssen, dass wir wen finden, der ein Camp bei uns veranstaltet im Pitztal. Mittlerweile ist es so, dass wir so viele Anfragen haben, dass ich sie jetzt in anderen Hotels unterbringen muss. Also derzeit habe ich so 8 Camps im Sommer und es funktioniert wirklich sehr gut. Dann hat man natürlich den Läufer im Haus, im Tal. Dann braucht man auch ein gewisses Drumherum, eine gewisse Dienstleistung. So haben wir einen Trailrunning-Shop aufgebaut. Wir haben das Schnupper-Trailrunning, wöchentlich ein kostenloses für alle Gäste. Und auch hinterm Haus, in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband, ein super Trailrunning-Parcours, wo man so die ersten Gehversuche praktisch üben kann. Der lässt sich auch gut mit Kindern bespielen. Genau so ist es, Sandra. Du weißt es, ich weiß das, ja. Ich erinnere mich gerade. Jasmin, ja. Du bist bei dem Pitts Alpine Glacier Trail selbst auch gestartet und richtig gut gelaufen. Wie vereinbarst du das denn mit deinem Fulltime-Job und eben dieser super Leistung, die du da bringst? Naja, wie das halt immer im Leben so ist, ohne Planung geht gar nichts. Ich meine, du weißt es selber, auch jetzt zweifache Mama, ich auch. Man hat einen Betrieb und will dann nebenbei Sport auch machen, aber mit einer guten Planung und mit einer gewissen Konsequenz und mit einem gewissen natürlichen guten Ego ist es dann schon möglich, dass man einfach Spaß haben kann, auch im Training. Und wenn dann der Wettkampf auch gut läuft, umso besser. Ah, schöne Worte. Apropos Wettkampf. Gary, eine Frage. Ich habe da was Leuten hören, dass ihr Großes vorhabt. Stichwort 2023. Kannst du uns schon was sagen? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, natürlich. Wir wollen uns für die Trailrunning-Weltmeisterschaft 2023 bewerben. Mhm. Ist ein bisschen ein schwieriger Prozess, weil die Organisation in Frankreich schwierig zu erreichen ist. Formulieren wir es einmal so, vorsichtig. Aber wir wollen dorthin. Dieses Jahr findet es ja in Thailand statt. Vielleicht können wir uns das, wenn es Corona zulässt, auch schon anschauen, wie die das machen. Und wir hätten das gerne im Pitztal, weil ich der Meinung bin, dass das perfekt nach Europa dann wieder passen wird, nach Thailand. Und da wäre das Pitztal wirklich prädestiniert dafür. Hast du schon Strecken im Hinterkopf? Ja, die Strecken, die gibt ja die Assoziation, gibt die Streckenlängen vor. Das wäre dieses Jahr ungefähr im Pitts Alpine Glacier Trail im 45-Kilometer-Lauf gewesen. Und da würde man schon ganz gut hinpassen, schauen, ob dies dann 2023 wieder die gleichen Strecken sind. Aber im Pitztal Strecken finden ist überhaupt kein Thema, weil wir haben ja auch für die Trailläufer eigene Strecken konzipiert, wo man nicht nur einen Wanderweg entlang läuft und sagt, du laufst von A nach B entlang dieses Wanderweges, sondern das Konzept sieht ja vor, dass wir mehrere Wanderwege so konzipiert haben, dass der Läufer einen Spaß hat, aufwärts im Ebenen, wenn man eben sagen kann im Pitztal, und dann wieder abwärts zurück zum Start. Und auf dem Sinn sind wir gut gewappnet für jegliche Art von Strecken. Das klingt gut, das kann ich auch so bestätigen. Jasmin, Max, also ihr würdet euch sicherlich auch freuen, wenn die WM in das Pitztal kommt. Wäre spannend. Magst du abschließend noch den Gästen oder den Zuschauern was sagen, was mit auf den Weg geben? Ja, also ein hochalpines Erlebnis im Pitztal zu erleben auf den Trails ist was ganz Besonderes. Man
läuft hoch, praktisch, um runterzukommen. Das ist auch irgendwo unser Motto. Es muss Spaß machen, es muss Freude dabei sein und das auf eine gesunde Art und Weise. Und ja, das haben wir und für das sind wir auch sehr, sehr dankbar. Wunderbar gesagt. Geri, magst du noch unseren Zuschauern etwas mit auf den Weg geben? Ja, also ich glaube, jeder, der zu uns zum Trailrunning kommt, der wird spüren, dass die Bevölkerung, die Einheimischen, die Hoteliers, der Koch vom Vierjahreszeiten zum Beispiel, der Robert, dass alle lauffanatisch sind. Und ich glaube, das braucht eine Region, um das Thema richtig pushen zu können, braucht die Bevölkerung dazu. Es braucht das Standing des Events, das hat der Piz Alpine, der wird wahrgenommen als der Sommerevent im Pitztal. Und wenn man das alles hat und schafft, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dann fühlt sich dann auch der Gast, der zu uns kommt, wohl, weil er merkt, da ist der Spirit, da wird es gelebt. Jeder weiß, wo die Strecke losgeht. Jeder weiß, wann der Event stattfindet. Also das, glaube ich, das spürt man. Und jeder, der das noch nicht erlebt hat, der muss zu uns kommen und das erleben. Das war unsere Trailrunning-Region, das Pitztal. Vielen Dank an Jasmin Walser für die Einblicke quasi hinter die Kulisse. Und an Geri für die tollen Bilder und dass die Füße jetzt jucken. Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Hat Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen im Pitztal. Das hoffe ich auch. Es geht weiter. Ich übergebe an meine bezaubernden Kollegen Dennis Wischniewski und Benny Bublak in die Kategorie Trend. Einen großen Trend im Trailrunning, auch im letzten Jahr ein Riesenthema. Vielleicht ist es sogar eher ein Revival. Benny, du hast im letzten Jahr fürs Magazin die Ausgabe, ich glaube, es war die 5er-Ausgabe, ja, hattest du eine große Reportage über FKT gemacht. Die große Headline war FKT, Fastest Known Time. Viele wissen nicht, was das ist, was sich dahinter verbirgt, aber es ist ein Trend im Laufsport. Sag doch mal, was steckt dahinter und woher kommt es? Was verbirgt sich dahinter? Das geht ein bisschen weg vom Wettkampfsport. Es geht darum, Strecken und Routen zu laufen, die eine gewisse Tradition haben, wo die Tradition mit der Geschichte so ein bisschen gewachsen ist. Das muss jetzt nicht die Riesengeschichte sein, die weltweite Bekanntheit. Das kann auch von einem persönlich eine Beziehung sein, die man zu der Route hat. Und diese Route gilt es halt zu laufen, so schnell wie möglich. Und wenn man die schnellste Zeit auf dieser Route hat, dann ist man die Fastest Known Time gelaufen. Warum Fastest Known Time? Man könnte ja auch Streckenrekord sagen, aber das ist irgendwie was anderes, weil jeder läuft ja die Route an einem anderen Tag und da sind immer andere Bedingungen. Mal kann die Strecke nass sein, mal kann sie trocken sein, es kann regnen, es kann schneien. Und dadurch ist ja eigentlich keine Leistung so vergleichbar mit der anderen Leistung. Und deswegen ist es kein Streckenrekord, sondern eben die schnellste bekannte Zeit, eine FKT. Kommt so ein bisschen aus den USA. Da gab es damals so zwei, das war glaube ich Ende der 90er, Anfang der 2000er, gab es so zwei Abenteuer-Trailrunning-Pioniere. Das war der Buzz Burrell und der Peter Borgwin. Die sind damals schon FKTs fleißig gelaufen und haben so eine Online-Plattform aufgebaut, wo alle FKTs der Welt gesammelt werden und aufgezeichnet sind. Und ja, diese Seite, fastestnowntime.com, die ist heute immer noch so der Treffpunkt der FKT-Szene. Okay, und da sind viele, viele Rekorde oder Fabelzeiten und Abenteuer archiviert, ja fast, kann man sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Gibt's da in letzter Zeit, gab es da so ein FKT, so einen Rekordlauf, der dich jetzt ganz besonders beeindruckt hat? Ja, da gab es natürlich einige, also unzählige Rekorde, die wirklich beeindruckend sind. Aber wenn du mich jetzt klar so nach der letzten Zeit fragst und vielleicht auch, wenn wir ein bisschen bei uns in der Nähe bleiben, da gibt es ja diese eine Route, ne? die Watzmann-Überschreitung. Das ist ja schon so eine ikonische Sache hier bei uns in den deutschen Bergen. Ja. Und ja, da hat ja der Anton Palzer, der quasi am Fuße des Watzmanns lebt, der hat da lange den Rekord gehalten oder die FKT gehalten und der Hannes Namberger hat den letztes Jahr gebrochen, okay. Um ein paar Minuten.
Das heißt, die hatten so ein Battle. Ja, die hatten so ein kleines Battle. Der Anton hat es nicht lange auf sich sitzen lassen. Ich glaube, es waren 2-3 Tage. Da hat er zum Gegenangriff gestartet. Er hat eigentlich nur darauf gewartet, dass endlich mal jemand die Zeit schlägt. Und der hat es dann richtig krachen lassen und ist diese Route gelaufen in, glaube ich, 2 Stunden und 45 Minuten, was der absolute Wahnsinn ist. Ich meine, die Wanderer nehmen sich dann für normalerweise 2 Tage Zeit, okay, übernachten auf dem Watzmannhaus. Und ja, dies ist wirklich eine Sache, die sehr beeindruckend ist, vor allem, weil sie auch den kompletten Trailrun erfordert. Man hat alles, einen langen Anstieg, einen technischen Grad und am Ende muss man noch flach schnell laufen können. Also das ist eine sehr starke Leistung. Ich glaube, so schnell schlägt die keiner. Okay, das finde ich aber interessant, weil das heißt ja fastest known time, aber ein bisschen bedeutet es ja dann irgendwo auch, dass dieser Trend eine fastest own time ist. Also das heißt, dass Leute, die sich auf so eine Strecke begeben, nicht unbedingt im Kopf haben müssen, ich schlage die beste Zeit, die es da gibt. Ja, ich denke, das ist eine Entwicklung, die dieser Trend nehmen wird, ja, weil klar, fastest known time heißt im Prinzip die schnellste Strecke, aber das Ganze wird ja immer kompetitiver und das wird sich dann nur noch, das ist jetzt nur noch auf die Schnellsten beschränkt. Ich glaube, so wird es nicht funktionieren. Das verliert sich dann, ja. Dann werden wir die meisten verlieren. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass man sich eigene Routen sucht, zu denen man eine Beziehung hat oder auch sehr bekannte Routen, einfach sich guckt, oh, der Anton Palzer ist über den Watzmann in der Zeit gelaufen. Wie schnell schaffe ich das denn so? Dass man sich seine eigene, wie du schon sagtest, fastest own time, genau, vornimmt oder da sein Ziel setzt und sich einfach ein Abenteuer sucht. Genau. Ja. Also ich finde es ganz schön, dass man das von diesem elitären Spitzensport auch so runterbrechen kann. Auf jeden Fall. Ja? Ja. Das ist eigentlich wirklich toll. Aber in dem Zusammenhang würde mich interessieren, weil du hast dich mit dem Thema ja wirklich intensiv befasst. Wenn sich jetzt jemand überlegt, dieses Frühjahr, den Sommer, die Bedingungen sind perfekt. Ich überlege mir jetzt für mich eben so eine Fastest Known Time irgendwo zu laufen. Gibt es da Tipps? Wie kommt man auf so eine Strecke und was muss man beachten, damit am Ende das auch wirklich ein tolles Abenteuer dann für jemanden wird? Kann man da sagen, muss das und das beachten? Ja, klar, da kann man einiges drüber erzählen. Ich würde da vielleicht eine Sache rausgreifen, die wirklich essentiell ist, und das ist die Navigation. Ne? Also es ist logisch, es ist jetzt nicht bei einem Wettkampf, die Strecke ist nicht markiert. Das bedingt natürlich, dass man sich, wenn man sich so eine Strecke laufen will, sehr gut mit der Strecke beschäftigt. Das heißt, vorher auf jeden Fall mindestens die Karte studiert, sehr genau sich einprägt, wo muss man abzweigen. Besser natürlich noch, sich vorher die Strecke vor Ort anguckt. Wenn es eine kurze Strecke ist, kann man sie sogar vorher mal so langsam locker ablaufen und sich anschauen. Das ist natürlich optimal. Und dann natürlich mein Tipp, mit der Uhr navigieren. Mit der Navigationsfunktion der Uhr. Aber halt, wie ist das mit Support und Unterstützung? Ist das erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Wie geht man da damit um? Da gibt es verschiedene Kategorien. Okay. Da würde ich jetzt gar nicht genau ein, da gibt es Supported, Unsupported. Okay. Das kann man alles in dem Artikel nachlesen. Im Prinzip, klar, Support ist immer gut. Aber ich finde auch so ein bisschen, was dieses ganze FGT-Thema ja ausmacht, ist, dass man so ein bisschen Freiheit hat. Ne? Ja. Was natürlich auch cool ist, dass man starten kann, wann man will. Ja. Man hat keine Regularien vom Wettkampf. Und ich denke, das ist auch ganz cool, dass man dann völlig frei ist. Und wenn man dann keinen Support haben will, sondern einfach denkt, oh, morgen laufe ich mal diese Route, kann man das machen. Ganz spontan, dann kann man das machen. Ja. Und klar, dann funktioniert es genauso, mit oder ohne Support. Mhm. Ja. Stichwort loslaufen, wann man will, finde ich super. Kommen wir auf eine Plattform, die wir gegründet haben, zusammen mit Adidas, Trail Magazine mit Adidas, nennt sich myvirtualtrail.de. Genau. Genau. Lief im letzten Jahr schon. Ja. Ist jetzt in Season 2 neu aufgelegt. Was passiert auf der Plattform? Geht ja in diese FKT-Richtung, muss man sagen. Deswegen will ich jetzt kurz mit dir drüber reden. Genau. Also ja, myvirtualtrail ist quasi eine Online-Laufplattform aus der Feder des Trail-Magazins. Und wir hatten da letztes Jahr schon eine virtuelle Laufplattform. Ja. Da, weil das Wort virtuell würde ich mal in dicke Klammern setzen, weil man muss ja doch Laufen. Man muss richtig, man darf und muss die schönsten Trails so im deutschsprachigen Raum laufen, um dabei zu sein bei meinem Virtual Trail. Letztes Jahr hatten wir schon 10 FKT-Strecken. Und dieses Jahr werfen wir das Konzept nochmal, modeln das ein bisschen um, feinjustieren nochmal ein bisschen, haben 15 komplett neue Strecken.
quer durch Deutschland. Es ist auch jeweils eine Strecke dabei in Österreich und der Schweiz. Und das sind wirklich, wir haben da mit Locals zusammengearbeitet, um euch wirklich einen guten Trailgenuss zu liefern. Und die Strecken sind diesmal ein bisschen kürzer. Das heißt, längste Strecke ist Marathon. Es sind alles Rundstrecken, also das sehr attraktive Strecken. Und ich würde da einfach auf den 1. März verweisen, wenn es online geht. Da geht's los, ja. Bei myvirtualtrail.de vorbeischauen. Da findet man dann alle Details und wie man mitmachen kann. Vielen Dank, Benny. Interessanter Trend und eine schöne Sache in Zeiten, wo man nicht so mit vielen Dingen auch nicht so wirklich planen kann. Es ist eine schön individuell einsetzbarer Eventersatz, will ich gar nicht sagen, ist es ja nicht. Nee, als Zusatzangebot würde ich sagen. Zusatzangebot, ja. Genau. Ja, ich komme zur nächsten Rubrik. Es geht um Training, ein Training, das Benny für seinen UTMB und alles, was er so läuft, auch gebrauchen kann. Es geht um Uphill- und Downhill-Technik. Ja, nach einer vielleicht doch etwas verkorksten Saison 2020, in der viele von euch viel zu wenig auf dem Trail und vor allen Dingen auf dem alpinen Trail waren, ist es jetzt im Februar höchste Zeit, sich mal um die Trailrunning-Technik zu kümmern. Und deswegen gibt es von uns heute die wichtigsten Tipps zum Uphill und zum Downhill. Fangen wir an mit dem Uphill. Das Ziel ist es immer, den Berg im Griff zu halten und die Herzfrequenz möglichst konstant zu halten, so dass keine unnötige Kraft verloren geht. Wenn wir das nämlich nicht machen, dann steigt zunächst unser Puls nur langsam an, aber dann immer weiter und immer weiter, ohne dass wir unsere Intensität ändern. Und das Ganze nennt man Cardiac Drift oder kardiovaskulärer Drift. Und da wollen wir nicht reinkommen in diesen Strudel, der dazu führt, dass wir dann irgendwann gehen müssen und dann irgendwann vielleicht auch stehen müssen. Das Wichtigste ist die Kontrolle über Atemrhythmus und Schrittrhythmus. Das heißt, wir versuchen diese beiden Sachen zu synchronisieren. So erkennen wir rechtzeitig, ob wir zu schnell unterwegs sind und können das Tempo dementsprechend anpassen. Wenn wir es schaffen, alle vier Schritte nur einzuatmen und alle vier Schritte wieder auszuatmen, wissen wir, dass wir in einem so lockeren Tempo unterwegs sind, dass wir das durchaus 2 oder 3 Stunden aufrechterhalten können. Bei 3 Schritten Einatmung und 3 Schritten Ausatmung können wir das Ganze ungefähr so 1 Stunde 30, 2 Stunden aufrechterhalten. Und wenn wir alle 2 Schritte ein- und ausatmen müssen, dann sind wir so schnell unterwegs, dass wir spätestens nach 45 Minuten platt sind. Also Schrittfrequenz und Atemrhythmus kontrollieren und schnellstmöglich anpassen, wenn wir merken, wir sind zu schnell. Mein persönlicher Tipp ist es, gerade zum Üben Musik auf die Ohren zu hauen und dann bei 65 Beats per Minute ungefähr, das ist meine perfekte Frequenz, dann immer im Rhythmus der Musik zu bleiben. Und wenn es dann flacher wird, dann ziehe ich meine Schritte dementsprechend länger und werde schneller, bleibe aber im gleichen Musikrhythmus. Und wenn ich sehe, es wird steiler oder technischer, dann verkürze ich den Schritt, halte damit meine Intensität gleich und damit auch meinen Puls unter Kontrolle, aber kann auch dann, wenn steil wird, in dem gleichen Rhythmus bleiben und verliere im Prinzip meinen Flow nicht. Ja, zum wirklichen Problem können natürlich Stufen werden. Bei Stufen gibt es 2 Möglichkeiten, wie ich die überwinden kann. Die beste ist, ich versuche die Stufe gar nicht zu einer Stufe zu machen, sondern versuche sie zum Laufen, kleine Zwischenschritte zu wählen, so dass ich weiter meinen Rhythmus beibehalten kann. Manchmal ist es aber nicht möglich und dann muss ich die Stufe einfach in einem Schritt überwinden. Und wenn ich das machen muss, dann sollte ich das frühzeitig erkennen und dann schon meinen Puls ein bisschen drosseln. Das heißt, die Schrittlänge ein bisschen verkürzen, sodass der Puls ein bisschen runtergeht. Dann habe ich auch eine größere Reserve für die Stufe. Dann überwinde ich die Stufe und mein Puls geht vielleicht ein Stückchen nach oben und ich verliere vielleicht kurz den Rhythmus. Und dann ist es wichtig, auch da nicht direkt wieder alles zu erzwingen, sondern vielleicht ein paar Schritte weiter auch noch die Schrittlänge so zu verkürzen, dass mein Puls auch wieder im Normbereich ist, dass ich die Schrittfrequenz und damit den Rhythmus wieder aufnehmen kann. Und dann kann ich wieder weiter Gas geben und in meinem Rhythmus den Berg weiterlaufen. Ja, und der letzte entscheidende Tipp, der geht um die Körperhaltung. In erster Linie müssen wir natürlich die Luft kriegen. Das heißt, der Oberkörper soll aufgerichtet sein. Also nicht zusammengesackt, sondern möglichst die Lunge so, dass sie sich frei bewegen kann. Die zweite Sache ist die Armhaltung. Viele versuchen, viel Kraft aus den Armen zu holen, aber das kann man fast vergessen und führt nur zur Ausgleichsbewegung. Klar, an so einer Stufe, da kann ich mal Schwung holen und mal so eine Stufe überwinden, aber normalerweise sollten die Arme angewinkelt sein und sollten nur als Taktgeber gelten. Dann kann ich auch die hohe Schrittfrequenz ständig halten. Und die dritte Sache ist der Blick. Immer wieder meinen Blick aufrichten und das Gelände
vor mir im Blick haben und wissen, ja, muss ich vielleicht jetzt schon rausnehmen oder was kommt da gleich und passt dafür auch im Moment noch mein Puls. Wenn ihr die drei Sachen beachtet, also Oberkörper aufrecht, Arme angewinkelt und den Blick immer wieder aufrichten, dann spricht auch nichts dagegen, ständig den Rhythmus und die Atemfrequenz zu synchronisieren und so möglichst effizient den Berg hochzukommen. Ja, und für die, die sich jetzt fragen, wie mache ich das Ganze mit Stöcken, gilt das da genauso? Da gilt im Prinzip alles genauso wie das, was ich jetzt gesagt habe. Vielleicht nicht die angewinkelten Arme, aber alles andere ist genauso. Ich würde deswegen vorschlagen, möglichst häufig und möglichst oft in der Doppelschubtechnik zu laufen. Mit der Doppelschubtechnik kann ich nämlich die Arme völlig asynchron zu den Beinen laufen lassen. Das heißt, ich kann pro 4 Schritte zum Beispiel einen Armeinsatz machen. Das heißt, mein Schrittrhythmus und mein Atemrhythmus bleibt genauso wie ohne Stöcke. Ich unterstütze nur eben jeden 4. Schritt zum Beispiel mit den Armen. Was anderes muss ich nicht beachten. Ja, kommen wir zum Downhill-Laufen. Und Downhill-Laufen kann man natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt in der Theorie besprechen, weil vieles natürlich auch praktisches Üben. Downhill-Laufen ist nicht nur Technik, sondern Downhill-Laufen ist auch eine ganze Portion Mut, ja, vor allem Überwinden der Angst und vielleicht auch manchmal ein bisschen Verrücktheit. Dazu muss man manchmal so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus. Man muss immer wieder sich ein bisschen mehr trauen und wieder ein bisschen mehr trauen und ein bisschen besser werden und dann hat man auch einen Fortschritt. Dass sich das lohnt, zeigt sich eigentlich bei jedem Wettkampf. Relativ auf die Zeit gesehen, verliert man mehr Zeit im Downhill. Deswegen lohnt es sich immer, im Downhill mehr Zeit zum Training auch zu investieren, denn das braucht einfach nur Gewöhnung und eine gute Technik. Und damit ihr die hinkriegt, kommen jetzt 4 Tipps für den Downhill. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr ständig natürlich die Balance haltet. Also das heißt, den Körperschwerpunkt anpasst. Die natürliche Reaktion, wenn es steil ist und wenn es gefährlich ist, ist es eigentlich, sich zurückzulehnen, um den Kopf zu schützen und die Beine nach vorne zu lassen. Und das ist auch völlig normal, aber das ist genau das Falsche, was ihr machen könnt, wenn ihr kontrolliert im Downhill laufen wollt. Wenn es steiler wird, dann müsst ihr ganz bewusst den Oberkörper nach vorne nehmen, um weiterhin neutral zu bleiben. Das heißt also, der Körperschwerpunkt vom Gefühl her immer ein bisschen weiter nach vorne. Ja? Und versuche auch die Arme aktiv nach vorne zu nehmen. Denn wenn die Arme hier vorne sind, ja, und sich hier bewegen, wie beim Downhill auch, und nicht die Arme hier unten sind, dann fällt es mir auch viel leichter, aktiv zu bleiben, Sachen auszubalancieren und gleichzeitig eben neutral zu bleiben und nicht hier hinten auf dem Hintern zu hocken. Die nächste ganz wichtige Sache, um eben auch das Gleichgewicht zu halten, ist der Fußaufsatz. Grundsätzlich tritt man möglichst mit dem kompletten Fuß auf, also möglichst flach. Das hat den Vorteil, dass man eben neutral auftritt, nicht von vornherein schon Vor- oder Rücklage hat und dass man möglichst viel Profil auch auf den Boden bringt und so ja auch weniger wegrutschen kann. Es gibt auch ein paar Punkte, an denen man mehr auf dem Vorfuß, mehr auf der Ferse auftritt. Kommen wir erstmal zur Ferse. Es gibt eine spezielle Sache, wo man auf jeden Fall mit der Ferse aufkommen kann, das ist die Doppelschrittlandung. Das heißt, man springt runter von einer Stufe, kommt mit der Ferse auf, rollt mit der Ferse ab und der andere Fuß dann quasi die Stoßenergie ab. Das ist Punkt 1 mit der Ferse. Punkt 2 ist im einfachen Gelände. Gerade wenn ihr gedämpfte Schuhe tragt und dann noch 8 Kilometer auf einer Teerstraße runterlaufen wollt, dann könnt ihr die Dämpfung der Schuhe natürlich nutzen und dann kann es einfacher sein, auch mal über die Ferse abzurollen. Umso technischer es wird, umso mehr solltet ihr auf dem Vorfuß landen. Da habt ihr erstens mehr Gefühl, zweitens eine deutlich kürzere Bodenkontaktzeit, was dazu führt, dass ihr deutlich schneller reagieren könnt. Auch wenn ihr mal wegknickt, ist der andere Fuß dann schon auf dem Boden. Also kurze Bodenkontaktzeiten, schnelle Reaktion. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, wenn ihr mal nach vorne rutscht, ein bisschen das vom Körper besser abzufangen. Eine weitere Frage ist natürlich, wo trete ich dann überhaupt auf? Ja, was wähle ich? Ja, nasses Holz sollte man auf jeden Fall meiden. Holz im Allgemeinen ist keine gute Wahl. Ich würde immer versuchen, eher auf Steine aufzutreten. Und wenn es geht, natürlich auf trockenen Steinen. Bei Steinen ist es aber auch so eine Sache. Die kleinen Steine sind eure Freunde. Die nehmen euch nicht lange mit. Ja. Bei großen Steinen ist es auch kein Problem, weil die bewegen sich gar nicht. Das Gefährliche sind eigentlich so mittlere Steine, die so groß sind wie die Faust, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Weil die nehmen euch mit, ja, die halten euch auch nicht. Und ja, dann liegt er schnell auf dem Boden. Und ansonsten möglichst weichen Untergrund natürlich wählen. Ja, also Sand, ja, irgendwelche Tannennadeln, ähnliches. Ist natürlich immer das Beste und vor allen Dingen Holz auf jeden Fall meiden. Ja, kleine Schritte. Ja, das ist ein kurzer und einfacher Punkt, aber so genauso wichtig ist der Punkt auch. Viele kleine Schritte führen dazu, dass man viel leichter Gleichgewicht hält, aber sie führen auch dazu vor allen Dingen, dass wenn man mal umknickt oder wenn man mal stolpert oder mal wegrutscht, dass der nächste Fuß direkt schon auf dem Boden ist und die Katastrophe verhindern kann und die Kraft abfangen kann. Ja, und das alles beachten kann man eigentlich auch nur dann, wenn man das Gelände im Blick hält. Denn wenn man die ganze Zeit nur vor sich auf die Füße schaut,
und dann denken muss, was mache ich als nächstes. Ja, und dann passiert schon wieder der nächste und der übernächste Schritt. Dann versuchst du mal wieder anzuwenden, dann geht es einfach den Bach runter. Das heißt, der Kopf, der muss eigentlich immer 2 bis 10 Meter vor einem das Gelände scannen. Und nur wenn es wirklich technisch ist, darf der Blick wirklich auf den Fuß hingehen und wo der Fuß aufsitzt. Wenn man das erkennt, dass man dann auch Angst verliert und viel souveräner im Gelände unterwegs ist. Ja, das waren meine Tipps, die wichtigsten Tipps zum Uphill- und zum Downhill-Training. Spaß haben, Selbstvertrauen haben, Sachen ausprobieren, mit dem Gelände spielen. Und dann spricht auch nichts dagegen, ja, sich im Gelände wohlzufühlen, zu Hause zu sein und Trailrunning zum geilsten Sport zu machen, den es auf der Welt gibt. Uphill- und Downhill-Training, steil hoch und steil runter. Das ist ein toller Übergang zu unserer nächsten Rubrik, den Trail Talk. Ich habe nämlich einen Gast hier, den Philipp Reiter, der beherrscht es ziemlich gut. Der braucht gar kein Training mehr fürs Runter- und fürs Hochlaufen. Herzlich willkommen, Philipp. Freut mich, dass du da bist. Danke, Dennis. Freut mich auch. Wie geht's? Alles fit soweit? Ja, alles fit. Ja. Keiner hält mir die Eingangstür zu, also ich darf raus. Passt gut. Philipp, jetzt habe ich mir lange überlegt, wie ich dich vorstelle. Als internationalen Wettkampf- und Rennläufer hätte ich dich vor ein paar Jahren noch vorgestellt. Mittlerweile, es hört sich an, als wenn du schon ganz alt wärst, stimmt natürlich auch nicht, aber mittlerweile würde ich dich jetzt vorstellen als einen Sportfotografen und als ein Beobachter der internationalen Trailrunning-Szene. Kann man das so sagen? Ja, würde ich schon sagen. Also ich hatte ja von Anfang an den Spitznamen Zauberlehrling. Ich glaube, der ist jetzt halt nicht mehr so zeitgemäß. Jetzt momentan wäre ich rasender Reporter gern genannt. Das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich laufe mit meiner Kamera bei den verschiedenen Events, Projekten, Rennveranstaltungen mit und schaue, dass ich da das möglichst gut auf meine Speicherkarte banne. Ja. Was mir auffällt, wenn ich dich verfolge auf den sozialen Medien, klar, man ist ja immer nah an dir dran, ist, dass du nahe an dieser, auch an dieser, das Wort Elite gefällt mir nicht, aber mir fällt jetzt kein anderes ein, an dieser internationalen Elite-Wettkampfszene dran bist. Das heißt, übersetzt, du bist mit der Kamera und auch als Mensch ganz nah an den Spitzenläufern dran, an Leuten, die Weltcups laufen, Weltmeisterschaften, UTMB weit vorne laufen und so weiter. Da hat sich die letzten Jahre doch viel verändert, oder? Kann man sagen, es ist alles professioneller geworden. Also wie beobachtest du das? Was tut sich da? Was hat sich da getan? Und vor allem, wie stellt sich heute diese Spitzenathleten, wie stellen die sich heute dar? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also wie du schon sagst, ich mache das Ganze schon seit 11 Jahren. Also man glaubt es kaum, aber es ist so. Und ich habe angefangen mit Transalpin 2010 und bin halt immer mehr in diese Szene reingekommen. Habe wirklich auch die Möglichkeit gehabt, um die ganze Welt zu nicht chatten, aber zu laufen und richtig coole Veranstaltungen und waren richtig viel tollen Plätzen. Und das war, glaube ich, die ursprüngliche Herangehensweise der Ultrarunner war, hey, wir machen einen Sport und der bringt uns zu Destinationen, wo man sonst eigentlich nicht hinkommt. Mhm. Plätze, wo nie so bekannt sind, da ist eine Veranstaltung, da muss ich hin, weil da ist die nächste Weltcup, Weltmeisterschaft, Skyrunning, was auch immer. Und cool, jetzt komme ich da hin, mein Sponsor zahlt mir das und dann haben wir unseren Spaß da. Das war so die ursprüngliche Herangehensweise für auch, mich. Auch mit wenig Druck, oder? Mit wenig Druck. Ja. Also man saß davor beim Bierchen zusammen, nachher saß man beim Bierchen zusammen und der Schnellste, der halt bei dem Rennen da gut war, der ist halt Erster geworden. Also das wirklich so ganz, ich würde sagen, echt simpel und auch sehr, einfach sehr entdeckend, sehr Abenteuer. Mhm. Das Abenteuer war irgendwo so im Vordergrund gestanden. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, hey, wir sind eine Community, wir machen das Gleiche. Und da
hat man seine Freunde oder seine Bekannten und man trifft sich dann wieder beim nächsten, bei der nächsten Veranstaltung. Und das ist noch nicht so lange her, oder? Na, also ich glaube, eins von den Highlights, da gab es auch so ein Summit, war nach dem Transvulkania 2012, mhm. wo die Elite, wie du vorher gesagt hast, da zusammenkommen ist und auch so mal der Versuch war zu sagen, hey, wohin wollen wir eigentlich? Was ist die Tendenz, was ist die Entwicklung? Ich glaube, man ist nicht wirklich zu einem zu einer einigen Beschluss oder eine Entscheidung gekommen, aber es war echt interessant. Und mittlerweile, jetzt sind wir 2021, also es ist schon ein paar Jahre vergangen, sieht man halt, dass der ganze Sport doch deutlich professioneller wird. Okay. Also man sieht es, dass mehr, also es gibt größere Teams, also meistens halt von Marken aus, die wirklich auch versuchen, Spitzenläufer einzukaufen, vielleicht auch abzuwerben. Und es wird einfach immer mehr Geld in diesen Sport investiert. Und dementsprechend ist natürlich auch der Druck, den sich die Leute vielleicht selber machen, aber der schon auch von außen da ist, wird immer größer. Ja. Und das ist einfach eine Tendenz, die ist jetzt halt, die passiert, ob man es jetzt gut findet oder nicht, das ist das, was gerade stattfindet. Man muss natürlich schon sagen, je mehr Leute professioneller diesen Sport betreiben, desto größer und, sage ich mal, doch bemerkenswerter wird die Leistung. Weil es ist einfach möglich, dass mehr Sportler von ihrem Sport leben, von eigentlich dem Randsport und wirklich das, sich dem in allen Facetten widmen. Was mich da interessieren würde, wenn du sagst, es ist professioneller geworden. Ich erinnere mich, vor 7, 8 Jahren, ja, da gab es ein paar Leute, wo man gesagt hat, ja, die machen das jetzt wohl, das ist wohl jetzt der Job, Hauptberuf, sind Profis, aber das waren ja nicht viele. Kannst du das irgendwie einschätzen, wie viel Trailrunning oder Ultra-Trail-Profis gibt es weltweit, die wirklich davon leben? Also wenn ich zurückblicken, so 10 Jahre zurückblicke, dann würde ich sagen, ja, die kannst dann 2 Händen abzählen, also 5 bis 10 Leute, die wirklich nur von diesem Sport gelebt haben. Ja. Und mittlerweile hat sich die Zahl, würde ich sagen, vervierfacht, okay. Die das jetzt so betreiben. Und das ist natürlich auch jetzt gerade der Sport in einer unglaublich schwierigen Situation für den Athleten selber, weil einerseits muss er professionell trainieren. Das heißt, ich kann ganz selten Vollzeit arbeiten und noch Vollzeit trainieren. Da geht es nicht um die Trainingsumfänge, sondern da geht es um die Regeneration. Das ist das, was beim Spitzensport interessant ist. Von den Umfängen, da sagt einer, der ambitioniert ist, ja, ich mache genauso viel. Mhm. Ja, aber dass der vielleicht das kurz vor der Arbeit macht, dann sich ins Büro stresst, nachher die Family hat und das irgendwie immer zwischendrin einklemmt und eigentlich nie Zeit hat, wirklich zu schlafen oder zu essen, regenerieren oder den ganzen Tag mal im Whirlpool zu bubbeln. Das ist das, was ein Profi dann ausmacht. Lass uns bei den Profis bleiben. Ich glaube, niemand ist so nah an den Spitzenläufern bei Wettkämpfen mit der Kamera dran wie du, weil du bist immer noch selber topfit, ja. Das heißt, du kannst auch an schwierigen Stellen mit der Kamera ganz nah auch an einem Führenden dran sein und lange mit dem laufen. Ich erinnere mich an die Bilder mit Toni Palzer bei dem FKT letztes Jahr, wo du, an der schwierigsten technischen Strecke lang mit ihm gelaufen bist. Was waren denn die letzten Jahre so deine, wo du sagst, oh, das hat mich so richtig, richtig beeindruckt? Also eine Leistung von einem Spitzenläufer oder ein Sieg oder ein Abenteuer. Du warst bei vielen Sachen dabei. Was ist dir im Kopf geblieben? Wo sagst du, boah, das war einfach krass und das war super, dass ich da dabei sein durfte? Also von der Person ist halt Kilian nach wie vor für mich sehr faszinierend, weil der einfach in jeglichen Spielarten des Sportes Top-Leistung abrufen kann. Also egal, ob das eine halbe Stunde, sprich mein Vertical Kilometer, 1000 Höhenmeter am Berg hochrennen in einer halben Stunde oder ein UTMB, was 20 Stunden lang ist. Also, und da ist der beides mal top. Also eigentlich sagt man ja, Laufen ist nicht gleich Laufen, weil das wird immer spezieller, aber scheinbar funktioniert es doch. Und dann Bergsteigen auch noch. Und das finde ich schon ziemlich krass, dass das klappt. Ja. Genau, was zu dem zweiten Teil von deiner Frage, was mich eigentlich schon auch, ich habe vorher gesagt, es geht immer mehr in dieses Professionelle, aber wenn es jemand schafft, Arbeit, Familie und doch soziales Leben mit diesem Profisport zu kombinieren, das finde ich schon auch richtig toll. Wer fällt dir da ein, der wirklich auch in dieser Zeit, wo alles professionell wird, es dann trotzdem noch schafft, irgendwie profimäßige Leistungen zu zeigen, aber vielleicht echt einen Fulltime-Job hat? Ja, also ich finde da Froes Verdien,
Der hat mittlerweile 3 Kinder, hat ein Weingut, wo auch viel Arbeit ist, also gerade auch saisonal extrem viel Zeit da verwendet werden muss, dass nachher der Wein halbwegs trinkbar ist. Und der schafft es trotzdem einfach, richtig coole Leistungen zu machen. Okay. Also 3-mal beim UTMB gewonnen, Réunion, Diagonale des Fous. Ja. Also ja. Das ist nicht so, wo ich bei denen, klar, ist natürlich jetzt auch durch das, dass ich bei Salomon bin, bin ich an den Leuten noch mal näher dran. Kann, ja. Aber das ist für mich so beispielhaft, also ein Exempel, wo man das so sieht. Ja. Ja. Und das finde ich wirklich toll, wenn jemand das schafft, das zu kombinieren, weil ein junger Kerl, der ja nur das professionell macht und eigentlich eh nichts anderes zu tun hat, unter Anführungszeichen auch keine Verpflichtungen oder kaum Verpflichtungen, ja, was will ich von dem nicht anders erwarten, als dass er gut Leistung bringt. Ja. Wir müssen, ich muss dich darauf ansprechen, Kilian Jornet und Emily Forsberg, ja, die Lichtgestalten in unserem Sport, zudem noch eine kleine Familie mit Nachwuchs. Du bist ein Freund von den beiden, du hast schon viele Sachen mit denen gemacht und ich glaube, viele Leute interessiert es, wie sind die beiden? Erstmal, wie sind die beiden und zweitens, wieso ist auch Kilian nach wie vor so ein Top-Athlet und vollbringt Leistungen? Also erkennst du da irgendwie, hat er ein Geheimrezept, ja, weil er ist ja in vielen Dingen wirklich immer noch so gut und vollbringt so krasse Leistungen, ja. Ja, beim Kilian, ich glaube, das ist jetzt eine grundsätzliche Frage, wird man so gelassen, also Gelassenheit ist bei mir da schon der Überbegriff, wird man so gelassen, weil man schon so viele tolle Erfolge hatte oder haben diese Gelassenheit zu diesen Erfolgen verholfen? Weil es ist schon, also ich hatte das einige Zeit mal wirklich beobachtet, weil wir halt im gleichen Apartment waren und es wird immer einfach alles egal. Also was jetzt Essen betrifft und was man macht und die Tagesablauf. Aber egal, ich kann mir ja nicht vorstellen, er hat ja bestimmte Dinge brutal eingetaktet doch, oder? Oder ist er da wirklich so... Oh. Nee, das ist wirklich, dass der total entspannt ist. Okay. Ja, und im Gegensatz dazu mal waren diese Franzosen, die halt genau abgewogen haben, wie viel sie jetzt essen von den Körnern und so weiter. Und dann er hat gesagt, ja, er löffelt einfach vom Laufen ein bisschen Nutella und dann läuft es auch, also wortwörtlich. Und das fand ich irgendwie cool, wenn man so, ja, professioneller Sport und dann mit denen und mit Ernährung und das noch und da noch. Und da kann man vielleicht ein paar Prozent rauskitzeln und dann kommt einer so, wir machen das halt jetzt. Oder jetzt großes Aufhebens. Und das ist irgendwie cool. Und was beim Kilian, ich meine, der steht sehr in der Öffentlichkeit und der ist auch wirklich sehr interessiert an den einzelnen Personen. Klar, er kann nicht jeden, mit jedem ins Gespräch kommen und so, aber auch, wenn wir unterwegs waren und wenn Leute kommen sind und von ihnen Fragen haben. Und nimmt sich die Zeit. Er nimmt sich wirklich die Zeit, obwohl er es auch teilweise gar nicht hat. Also es war dann immer, jetzt komm, wir müssen weiter. Aber dann nimmt sie wirklich die Zeit, weil er einfach interessiert ist, dass er die Leute einfach, dass er da ja, einfach nahbar ist. Ja. Und das finde ich schon toll. Ja. Und ich glaube, mit der Emily hat er echt eine gute Balance gefunden, die halt jetzt ja auch auf gutes Essen, gesunden Lebensstil. Okay. Also ich glaube, diese Kombination ist das schon toll. Tut beiden gut. Die Emily ist schwanger mit dem zweiten Kind. Mhm. Und ja, ist irgendwie schön, das so zu sehen. Ja. Jetzt haben wir so einen richtigen, so einen VIP, so ein Gala-Talk über Promis. Ja, voll. Du, was sie dann für Kinder und wie das Kind heißt. meine letzte Frage wäre, du hast vorher gesagt, Mensch, ich bin seit 10 Jahren schon dabei und bin ja noch so jung. Lass uns doch 10 Jahre in die Zukunft schauen. Also wir haben jetzt drüber geredet, wie das am Anfang war. Alles ein bisschen lockerer. Ja. Jetzt wird es immer professioneller. Wie können es in 6, 7 Jahren aussehen mit dem Sport und mit Trailrunning? Und also ich glaube, dass das insgesamt immer mehr Zulauf bekommt, also weil einfach mehr Leute prinzipiell rausgehen wollen. Das ist natürlich jetzt auch die jetzige Situation nicht unerheblich schuld und die Leute einfach auch, glaube ich, einen gesünderen Lebenswandel mit diesen Sachen auch mehr Bewegung. Also das ist sicher, dass einfach die Menge der Leute, die diesen Sport macht, größer wird und dadurch werden natürlich auch was Sachen Rennen, Events, Athleten, Spitzenleistung wird auch interessant, zwangsweise, weil mehr Leute interessieren sich einfach für das, was da so abgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft einfach mehr professionellere Teams auch gibt, wirklich auch, so wie es jetzt schon startet, einfach von Marken ausgehend, die schon in Richtung, so wie es auch beim Profi-Radsport ist, einfach in so Rennstellen oder was organisiert sind und dann zu den verschiedenen Events geschickt werden.
Es ist natürlich schon so, dass gerade wenn man sagt, einen internationalen Vergleich in Sachen Rennen, Weltmeisterschaft, Serien, da gibt es einfach extrem viel auf dem Markt sozusagen. Ja, und das ist halt ein bisschen wirr und gerade für jemand, der in der Szene ist, so wie wir jetzt, ist es schon oft undurchschaubar, undurchsichtig. Und für jeden Außenstehenden sagt sich, ja, keine Ahnung, jedes Wochenende ist eine Weltmeisterschaft, wie jetzt hat. Ja, und da geht es sicher darum, da auch ein bisschen eine Ordnung reinzubringen, in welcher Form auch immer. Okay. Und ich glaube einfach da, ja, dass mehr Leute geben wird, die davon leben. Okay. Ja. Philipp, vielen Dank soweit, war sehr interessant. Ja, gerne, gerne. Du kennst das Torwandschießen vermutlich vom Sportstudio, genau. Musste hier jetzt natürlich nicht machen, aber wir haben was anderes. Wir wollen in Zukunft, dass alle unsere Gäste, die im Studio sind, ihren Laufrucksack präsentieren. Eine Rubrik, ich und mein Laufrucksack. Du hast deinen Laufrucksack dabei. Uns würde interessieren, wie bist du unterwegs? Was hast du dabei? Wie bist du ausgestattet? Bitte zeig uns deine Ausrüstung. Wie, wenn ich es schon geahnt hätte, muss man ja, natürlich sagen. Ja, perfekt. Ich habe den immer dabei für die Notfälle. Klar. Naja, was habe ich dabei? Also, was zum Trinken. Und das ist eigentlich ganz cool. Da ist ein Filter drin für schmutziges Wasser. Dann, ich tue ja gerne filmen und fotografieren. Also eine GoPro habe ich dabei. Ja, für dass ich keinen Moment verpasse. Stöcke, das sieht man hier. Falschstöcke, ne? Das ist eigentlich doch sehr sinnvoll, also gerade wenn man länger unterwegs ist, wenn es steil ist, aber auch bergab, so als Art Allrad. Du bist grundsätzlich eher ein Stockläufer, darf man sagen. Ja, also das ist aus meiner Historie vom Skibergsteigen, wenn man da auch mit Stöcken unterwegs ist, kommt es eigentlich. Auch eher lang? Eher länger, ja. Aber da habe ich auch ein bisschen Wandlungen durchgemacht, immer kürzer, immer länger, probiert man das aus. Mhm. Aber Vario halte ich tatsächlich jetzt nicht so viel davon, für mich persönlich. Ja. Dann Rettungsdecke. Das ist was ich schon eigentlich jedem ans Herz lege, weil also das muss nicht mal richtig kalt sein. Im Zweifel das Wichtigste überhaupt. Ja? Also man kann auch nicht nur, es geht nicht darum, sich nur selber zu helfen, falls man verletzt ist, sondern auch jemand anders. Und man glaubt nicht, wie schnell man auskühlt. Und das hat jetzt nichts mit Winter zu tun. Das geht auch, wenn man einen Schock hat, dann ist einem kalt, dann fröstelt. Und das ist, hat, glaube ich, schon vielen Leuten das Leben gerettet oder eben nicht, muss man sagen. Und das wiegt gar nichts. Also immer dabei. Ja. Kamera, also ja, ich bin ja Fotograf oder versuche gern Momente festzuhalten und ja. Wieso jetzt die und so weiter, könnte man eine eigene Sendung damit füllen. Ja. Ich habe auch verschiedene, wo ich mich spiele und ja, das ist also ein bisschen das, was ich so mache und dann nerdet man sich so rein. Okay. Brille, also Sonnenbrille, gerade wenn es mal brutal hell ist, das ist auch was. Da hatte ich früher nie wirklich so den Bedarf auch von der Brille, wenn mir die Augen eigentlich nie so wehgetan haben. Jetzt merke ich schon, dass mich blendet oder wenn es halt wirklich starker Wind hat. Okay. Man wird auch älter. Und das ist ganz cool, weil die passt sich an, je nachdem, wie es hell ist. Mhm. Lampe, kleine Notfalllampe. Man weiß nie, in welchem Tal man runterkommt. Ist besser. Und das ist halt auch was. Das wiegt gar nichts. Also auch dabei, wenn du tagsüber dabei bist. Du weißt einfach nicht, was passiert. Wer weiß. Oder ich finde eine Höhle oder so. Schatz. Eine Jacke. Eine Wind- und Regenjacke. Also das kann man auch super klein falten. Also das ist jetzt auch was. Also es geht eigentlich immer im Gipfel. Der Wind. Wasserdicht. Wasserdicht. Wasser- und winddicht. Was zum Essen. Okay. Ja, ist gut. Braucht man immer. Wie gesagt, man weiß nie, wie lang das Abenteuer ist. Ich mag brutal gerne Buff. Weil das ist sowohl für den Hals, wenn man schwitzt, hält es den Schweiß ab. Man kann sich so ins Handgelenk und sich abtrocknen. Also für mich das Allround-Ding schlechthin. Ein Multitool. Ein Multituch, Multitool. Tool. Handschuhe. Okay. Je nachdem, welche Jahreszeit, aber das habe ich eigentlich auch immer dabei. Mal dicker, mal dünner. Und das ist auch was, also Klopapier. Okay. Also, wenn man es nicht dabei hat und man muss, dann ist es ein Problem. Also von dem her ist bei mir auch mit dem Laufrucksack drin. Noch was drin? Nee, das war's eigentlich. Das war's. Okay. Ja. Ich sehe 12 Liter Volumen. Genau. Das ist jetzt eigentlich der Kamera verschuldet. Wie kriegst du denn 6 Liter rein? Aber genau, so ist es. Vielen Dank, Philipp, für die Ausführung, für die Vorführung. Du hattest gesagt, man weiß nie, wie lang das Abenteuer wird. Ich wünsche dir, dass deine Abenteuer noch ganz lange anhalten. Danke für den Besuch. Und ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke.
So, jetzt tauchen wir in die Geschichte des Trailrunning ein. Die Sandra hat Gäste. Es wird über den Transalpine Run gesprochen, über die Zukunft und der Vergangenheit der Alpenüberquerung. Transalpine Run in 8 Tagen über die Alpen von Deutschland nach Italien im Zweierteam. Was soll ich sagen, ein ganz wunderbares Erlebnis. Und bevor ich gleich meine Studiogäste begrüßen darf, möchten wir euch einen kleinen Clip zur Einstimmung zeigen. Viel Spaß! Ich darf im Studio begrüßen den Jürgen Korapkat von Gore, langjährigen Titelsponsor des Transalpine Runs, und Alexander Niels von Dynafit, aktuellen Titelsponsor des Transalpine Runs. Live zugeschalten aufgrund der Corona-Pandemie-Abstandsregelung ist der Heini Albrecht, Geschäftsführer und Mitgründer oder beziehungsweise ins Leben Rufer des Transalpine Runs. Und ja, Heini, ich möchte dich fragen, sag, wie ist der Transalpine Run entstanden? Ja, liebe Sandra, es ist tatsächlich eine Geschichte. Uta und ich, wir haben 2004 sozusagen einen Plan B gebraucht. Unser Plan A hat nicht funktioniert. Wir haben uns dann überlegt, unsere Kernkompetenzen damals schon waren logistisch schwierige Etappenrennen. Wir haben 15 Jahre die Mountainbike Transalp zusammen im Bike Magazin organisiert. Und dann war es eher eine logische Entwicklung, dass wir gesagt haben, das, was wir mit dem Bike gemacht haben, das versuchen wir zu Fuß mit Läufern. Wir haben dann das große Glück gehabt, in Kontakt zu kommen mit Gore. Es war, glaube ich, Januar 2005, war der Jürgen Korapkat und der Uwe Bauer von Gore bei uns im Büro. Wir haben ihnen das Projekt vorgestellt. Tatsächlich haben die beiden dann nach einer Woche uns zugesagt. Das war im Prinzip der Start, kann man so sagen, von, glaube ich, schon von Trailrunning in Deutschland. Die Entscheidung von Gore war wirklich schnell. Wir haben dann allerdings, glaube ich, 4 Monate gebraucht, Jürgen, korrigiere mich, bis wir ein Logo verabschiedet haben. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber grundsätzlich war das ein super genialer, im Endeffekt Glücksfall für uns und ich glaube auch für den Sport, dass uns Gore so schnell zugesagt hat. Wir haben dann im ersten Jahr tatsächlich mit 74 Teams angefangen. Das war jetzt eine Zahl, mit der konnten wir ganz gut leben. Wir hätten schon ein bisschen mehr erwartet, aber immerhin. Eigentlich das größte Problem war im zweiten Jahr. Wir haben nach dem ersten Jahr gedacht, das geht gleich durch die Decke. Wir haben im zweiten Jahr 94 Teams gehabt, also kaum mehr als im ersten Jahr. Und da muss man schon sagen, dass dann unser Titelsponsor Gore dabei geblieben ist und uns den Kredit gegeben hat für die Zukunft. Das war schon mehr als sensationell. Und ab dem dritten Jahr haben wir dann jedes Jahr unsere Teilnehmerzahlen entsprechend gesteigert. Okay. Ja, Wahnsinn, wenn man überlegt, was jetzt draus geworden ist, wie viele Teams da über die Alpen rennen, wie viele Leute ihr mitnehmt. Inzwischen 15 Jahre Transalpine Run. Sag mal, Heini, was haben die 15 Jahre mit dir gemacht? Also was ich sage, das hört sich an wie so eine Plan-B-Geschichte, aber es wirklich war. Also ich war mein Leben lang kein Läufer. Ich habe mal Fußball gespielt, da musste man natürlich immer irgendwie zum Laufen gehen. Hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Aber so
der erste Transalpine Run, die Bilder, die wir da generiert haben, die Fotos, die Videos, die Emotionen von unseren Teilnehmern, die haben mich selber zum Läufer gemacht. Also ich behaupte von mir, ich bin Trailrunner, ich laufe quasi nur in Trails, auf meinem Niveau halt. Und das ist einfach für mich ein Teil meines Lebens geworden. Und gerade was den Transalpine anbelangt, ich sage immer unserem Staff vor dem Transalpine Run, die Teilnehmer, die zu uns kommen, okay, die zahlen uns Startgebühr, aber das ist das Mindeste. Die am Ende des Tages opfern die Teilnehmer uns ein Jahr, manche zwei Jahre ihres Lebens. Die denken jeden Tag, ein Jahr lang jeden Tag an Transalpine Run und jeden Tag an Plan B. Und wir versuchen deshalb, dass wir von unserer Seite alles machen bei diesen 8 Tagen über die Alpen, dass die Leute tatsächlich nur noch laufen können. Also es ist eine enorm emotionale, fantastische Veranstaltung, immer noch. Das kann ich so bestätigen. Vielen Dank, Heini. Jürgen, wir haben gerade schon quasi im Heinis Intro gehört, du bist Mitbegründer auch durch diese Titelsponsorentscheidung von der Trailrunning-Geschichte in Deutschland und teilweise auch Europa. Du bist selbst mehrmaliger Finisher des Transalpine Run. Was bedeutet der Transalpine Run denn für dich? Rein persönlich kann ich mich an Heini eigentlich nur anschließen. Ich war auch kein Läufer bis dato. Ja, also bis zum Transalpine Run, ich war kein Läufer. Ich habe es dann irgendwann versucht vom Transalpine Run, weil mir klar war, wenn ich da oben als Titelsponsor stehe, dann will ich wissen, wie diese Leute da auch ticken, was die bewegt, warum die das machen, was sie da empfinden. Und dann habe ich angefangen zu laufen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal über eine Stunde gelaufen bin, ganz stolz zu meiner Frau. Mensch, ich war länger als eine Stunde laufen. Und bin dann selber angefixt worden durch den Sport, durch die Bilder, die ich gesehen habe, durch das Mitlaufen von Anfang an. Und das war dann eigentlich so auch für mich die Initialzündung, selber zum Trailrunner zu werden. Also ganz persönlich, die Bedeutung für mich selber ist auch, dass ich ein begeisterter Trailrunner geworden bin. Ja, und Teil dieser Community, würde ich sagen. Ah, schönster Effekt. Alex, wir haben hier quasi mit dir die Zukunft des Transalpine Runs sitzen. Nach 15 Jahren Gore hat jetzt Dynafit übernommen. Wie ist denn der Plan, diesen Imagewechsel zu vollziehen? Also in den Köpfen ist ja schon noch der Gore Transalpine Run, wenn ich das so sagen darf. Absolut, ist ja ein tolles Event, keine Frage. Über 15 Jahre, da hat das Team ringsum Jürgen und natürlich Heini einen riesen Job gemacht. Ich würde nicht von einem Imagewechsel sprechen wollen, weil der Transalpine Run ist der Transalpine Run. Wir als Marke, die ein bisschen ambitionierter sind, performanceorientierter, wir würden dem Ganzen noch ein bisschen mehr Speed einhauchen wollen. Selber, und das ist mir ganz wichtig, würden wir gerne aus dem Transalpine Run auch noch ein bisschen was für uns herausziehen, weil dieser Teamgedanke, zusammen über die Alpen laufen, irgendwann am Gardasee anzukommen, das ist eine fantastische Geschichte, die kann auch der Marke Dynafit sehr, sehr gut tun. Und dementsprechend, es ist kein richtiger Imagewechsel, aber ein kleines Drehen an den Stellschrauben, die uns noch so zur Verfügung stehen, was die Athletik unter anderem angeht. Aha, das klingt interessant und lässt hoffen. Speed einhauchen, passt zu eurem Motto, Speed up. Mhm. Kannst du schon mehr verraten? Es gibt viele, viele Ideen, muss ich fairerweise gestehen. Was kann ich verraten? Nein, ich möchte noch nicht zu viel verraten. Okay. Ich würde mich freuen, wenn wir alle dabei sind und wir am Ende vielleicht nach dem Transalpine Run 2021 danach sagen, ja, stimmt, es kriegt einen ganz neuen, leichten Touch und ihr dürft danach gerne an der Ziellinie zu mir kommen. Ich warte auf euch, ich laufe nämlich vor und dann können wir darüber reden. Du speedest ab quasi. Ich speede ab. letzte Frage an dich, Jürgen. Wir hatten das ja gerade schon so ein bisschen im Smalltalk. Schnelllaufen tut weh, Langlaufen macht Spaß. Du hast gesagt, du warst eine Stunde am Stück und bist dann zum Transalpine Run Läufer geworden. Möchtest du unseren Stuhl oder unseren Zuschauern noch was mitgeben, die vielleicht sich auf den Transalpine Run vorbereiten, um diesen Wechsel zu vollziehen in die lange Distanz? Ich kann mich an eine Szene erinnern, das war, glaube ich, der erste Transalpine Run. Am 5. Morgen saßen wir im Frühstücksraum irgendeiner Pension und dann fangen die an nebendran, hey, heute, 5. Tag, das 5. Mal, dass ich fast einen Marathon laufe. Ich bin noch nie in meinem Leben Marathon gelaufen. Dann die anderen, ja, ich auch nicht. Und da hat man richtig gemerkt, diese Leute, die kommen vielleicht auch gar nicht so vom Straßenlaufen, die denken, Gott, wenn ich einen Marathon laufen muss, dann bin ich tot danach, was im Normalfall auch gefühlt der Fall ist. Und Transalpine Runner, die sollten einfach gucken, dass sie eine Belastung draußen draufkriegen, im Gelände. Das ist manchmal gar nicht so schlimm, wie diese 40 Kilometer auf der Straße zu rennen. Also
Es ist ambitioniert, es ist eine stramme Geschichte, aber es ist nicht vergleichbar mit Straßenmarathon. Also wagt euch raus, geht in die Berge. Ihr merkt, dieser Wechsel von hoch, runter, schnell, langsam gehen und rennen, das stärkt einen und das macht einen für so lange Schlappen wie Transalpine Run auch durchaus fit. Ja, ich würde sagen, dabei belassen wir es. Ich bedanke mich bei meinen Studiogästen. Allen voran erstmal der Heini, der zugeschaltet ist. Lieber Heini, vielen Dank, dass ihr so einen großen Teil an der Trailrunning-Geschichte in Deutschland genommen habt. Wahnsinn. Ich danke, dass ich dabei sein durfte. Lieber Jürgen, auch vielen Dank an dich für deine schnelle Entscheidung damals, wie wir gehört haben. Und 15 Jahre Transalpine Run-Begleitung. Und auch vielen Dank an dich, lieber Alex. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Mhm. Sehr gerne, vielen Dank. Ganz spannend. Jürgen, wenn du laufen möchtest, ich kenne da einen, der kann den Startplatz organisieren, nicht wahr? Ja, Komm gerne auf mich zu. Ich kann nur sagen, viel Glück euch als Sponsor. Dankeschön. Ja, ja. Und wir sehen uns dort auf der Strecke, da werde ich mit dabei sein, war nur als Läufer diesmal. Ich hoffe, du kommst mit nach Riva, wenn wir in 5 Jahren ankommen werden. Ganz sicher. Da möchte ich auch dabei sein. So, das war unsere Kategorie History of Trailrunning und wir kommen jetzt zu den Typen, die in dem Trailrunning so richtig Gas geben. Jetzt freue ich mich über einen Studiogast. Ich habe hier im Studio den Florian Neuschwander und freue mich, mit ihm über Trailrunning und ganz, ganz lange Distanzen zu reden. Flo, schön, dass du da bist. Das freut mich außerordentlich. Meine erste Frage, die hat mit Trailrunning erstmal gar nichts zu tun. Du bist 100 Kilometer auf dem Laufband gelaufen. Das ist, wenn man das so hört, erstmal total, total verrückt. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Ultradistanz, eine klassische Ultradistanz, auf dem Laufband zu laufen? Ja, ganz einfach eigentlich. Ich wohne im schönen Inzell am Berg im Chiemgau und da ist natürlich im Winter glatt und viel Schnee und alles profiliert und ich trainiere halt meine schnellen Läufe, die längeren halt alle auf dem Laufband halt, um die Geschwindigkeit hochhalten zu können und da kam halt die Idee, auch mal ein bisschen länger zu laufen nach meinem Weltrekord über 50 Kilometer letztes Jahr auf dem Band. Kam dann die Idee halt 100 Kilometer mal zu rennen. Gutes Stichwort, Weltrekord. Du bist einen Weltrekord gelaufen über die 100 Kilometer. Was war deine Zeit? Also meine Zeit war dann 6:26:08 und der Rekord vorher war 6:39, also ich war 13 Minuten dann schneller. Wahnsinn. Wie ordnest du so einen Rekord für dich selber so in deiner Vita, in deiner Erfolgsliste? Ja, war schon cool, coole Aktion auf jeden Fall, paar Leute erreicht. Und hat halt Spaß gemacht und für mich in erster Linie ist klar, es ist ein Weltrekord, aber für mich war es in erster Linie auch für mich persönlich ein Challenge und ein Test, was kann ich aktuell halt über so lange Distanz, was für ein Speed kann ich rennen und ich hoffe, dass ich das halt dieses Jahr halt mal nach draußen zeigen kann. Okay. Du bist vor 2 Jahren von Frankfurt in die Berge gezogen, ins Chiemgau, nach Inzell. Das hatte Gründe, oder? Das hat es mit dem Laufen in den Bergen und dem Trailrunning zu tun, die Entscheidung damals? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind eindeutig dorthin gezogen wegen den Bergen, dass ich halt mehr Höhenmeter schrubben kann. Also vorher habe ich halt hauptsächlich im Taunus bei Frankfurt trainiert und da kann man auch Höhenmeter machen, aber natürlich nicht so viel wie hier. Ja. Und mein Fernabziel ist natürlich halt schon nochmal im Trail-Bereich anzugreifen und 100 Kilometer am Band ist zwar lustig und schön, aber ja, mein Hauptziel wäre eigentlich halt irgendwann mal UTMB und Western States und die großen, die Klassiker eigentlich mal zu rocken und da ja mal gucken, was halt so drin ist. Ne? Ich glaube, du wirst 40. Das beste Alter für solche Sachen kommt ja eh noch. Passt ja eigentlich, oder? Ja, ich hoffe es. Also ich fühle mich halt nicht wie 40, ich fühle mich wie 25 oder so. Von daher denke ich, geht da hoffentlich noch einiges. Ne? Ja. Du, was viele nicht wissen, aber wir wissen es vom Magazin, weil wir haben ein großes Archiv
Und wir fassen da immer wieder mal rein. 2013, du erinnerst dich, in Wales, Florian Neuschwander wird Vize-Weltmeister im Ultra-Trail. Das haben viele, glaube ich, gar nicht mehr im Kopf. Das ist ja eigentlich auf dem Papier dein mit Abstand größter Erfolg in deiner ganzen Laufkarriere. Ja, wie bewertest du das so rückblickend? Ja, das stimmt. Also Vize-Weltmeister war natürlich schon eine Hausnummer. Damit hätte ich natürlich selbst nie gerechnet. Also Top 10 war damals so das Geheimziel. Mhm. Und dann lief das halt einfach gut. Und ich hatte halt, ja, wie jeder weiß, ich bin halt so der Typ, der halt gern schnellere Strecken mag. Trail liebe ich. Ja. Aber so die technischen Sachen, die kann ich halt noch nicht, hoffentlich irgendwann mal. Aber ja, ich liebe halt laufbare Strecken und das war halt, das kam mir voll entgegen. Das war brutal laufbare Strecke mit, ich glaube, es waren 77 Kilometer mit 2800 Höhenmeter, aber halt alles brutal laufbar. Und ja, dann habe ich Kraft gespart und am Ende konnte ich halt meinen Speed dann halt raushauen und dann ging richtig was nach vorne. Und ja, vom Papier ist das natürlich mein Top-Erfolg und ich hoffe, dass ich sowas nochmal reisen kann in Zukunft. Das war damals, glaube ich, so ein Rundkurs über mehrere Runden, oder? In ja, Wales. 15 Kilometer Rundkurs. Ja, genau. Fehlen dir solche Formate im Trailrunning vielleicht sogar? So laufbare Sachen, vielleicht über mehrere Runden sogar? Kommt dir ja entgegen, sonst wärst du nicht Vize-Weltmeister damals geworden. Also es war halt perfekt für mich. Also Runden und dann eine lange Distanz, das kommt mir voll entgegen. Wenn es dann auf dem Trail ist und noch laufbar ist, halt echt exakt mein Ding. So viel gibt es halt da nicht. Also ich wünsche mir schon so mehr laufbare Trails, weil ich halt schon der Läufer bin. Ja, ja. Aber ja, ich bin halt nach Insek gezogen, um auch technische Sachen mal zu trainieren und hoffe, dass ich mich da noch verbessern kann. Und dann schauen wir mal, wohin es noch geht. Ich habe noch eine faszinierende Zahl. 87.000, das sind deine Follower bei Instagram. Also du hast eine, vielleicht bist du sogar der reichweitenstärkste Läufer in Deutschland, nicht nur Trailrunner oder Ultraläufer, sondern Läufer vielleicht sogar allgemein, ich weiß es nicht. Aber es ist eine faszinierende Zahl auf jeden Fall. Du machst da sehr viel, du hast einen großen Fankreis, du bedienst die auch, du bist in engem Kontakt mit denen, hast Merchandise-Artikel bist da eigentlich für jeden ja irgendwie greifbar und zugänglich vor allem, was ja total schön ist. Was mich interessiert, was ist dein Beruf? Bist du Profiläufer? Bist du eine Marke, bist du die Firma Florian Neuschwander, das ist so, wo man sich so ein bisschen als Außenstehender die Frage stellt, was ist so dein Job? Ja gut, mein Job ist Läufer. Läufer? Ich bin geboren, um zu laufen. Naja, keine Ahnung, das war schon immer so. Ich wollte immer nur laufen. So. Ich Aber das ist ja echt ein Business geworden, oder? Auch. Ja, gut, ich mache halt alles. Also wie gesagt, mein Online-Job, dann halt Sponsoren, klar, oder hier und da mal Events und so weiter und dreht sich eigentlich bei mir alles rund ums Laufen. Und solange das noch gut geht, mache ich es halt. Und wenn es irgendwann nicht mehr geht, irgendwann ist es halt mit dem Laufen auch vorbei, dann mache ich halt was anderes, irgendwas Cooles. Also Ideen habe ich genug, denke ich. Okay. Du hattest ein Projekt, bist von Laufen nach Laufen gelaufen im letzten Jahr, so als Mehrtages-Event, Abenteuer. Nochmal sowas geplant für den Sommer, für draußen? Ja, also dieses Jahr ist halt auch wieder die Frage, wie entwickelt sich das Jahr. Aber ich habe auf jeden Fall Sachen im Kopf. Also ich würde gerne einfach mal aus der Haustür raus, ohne Zeit, ohne irgendwas. Einfach Stoppuhr los und ab geht's und dann 24 Stunden am Stück und dann mal gucken, wo ich rauskomme. Keine Ahnung. Was rauskommt hinten als Zahl? Also mein erster 24-Stunden-Lauf wäre halt tatsächlich ein Ziel. Aber den dann nicht auf Weite und auf irgendwas, sondern eher Genusslauf. Okay. Um mal zu sehen, was passiert 24 Stunden am Stück. Und sonst, also dieses Jahr, wenn sie stattfinden, die 100 Kilometer Deutsche Meisterschaft. Okay. Und nächstes Jahr wäre ja 100 Kilometer Weltmeisterschaft. Ja. Das wäre auch das große Ziel. Okay. Flo, vielen Dank für deinen Besuch. Dann hat uns sehr gefreut. Alles Gute für die Saison, für das Jahr und ja, dass du alles irgendwie umsetzen kannst, was du da so in deinem Kopf geplant hast. Vielen Dank. Danke dir, Dennis. Ja. Wir kommen zu den Typen auf dem Trail und haben die 10 selben Fragen an die Eve Quigley, eine neue Salomon-Teamläuferin, und dem momentan vielleicht besten deutschen Trailrunner, den Hannes Namberger, gestellt.
Mein längster Lauf war Madeira Ultra Trail, aber die 85 Kilometer Strecke. Aber ich mache eigentlich Ultralauf nicht mehr. Aber das war mein längster Lauf bisher. Ja. Mein bisher längster Lauf waren 106 Kilometer in dieser Saison im Pitztal beim Pitz Alpine Glacier Trail mit 6000 Novas Höhenmeter. Nicht, dass ich dann danach keinen Schritt mehr weiter gehen würde, aber ich habe ja schon mal richtig gelitten und das war beim Heidelberg Trail Marathon. Die Strecke bin ich dreimal gelaufen, ich habe dreimal gewonnen und im vierten Jahr habe ich gedacht, jetzt kann ich irgendwie den Streckenrekord knacken, aber ich habe nicht genug auf meinen Körper gehört und nicht bemerkt, dass ich vorher, in den Wochen vorher eigentlich schon relativ platt war und dann beim Lauf ging einfach gar nichts, nach 5 Kilometer habe ich das schon bemerkt, aber ich wollte nicht aussteigen, daher bin ich dann doch den ganzen Marathon gelaufen, aber es war richtig, richtig schlimm. Also ich habe mir noch nie geschworen, einen Schritt zu gehen und ich habe bis jetzt jedes Rennen beendet. Aber ich muss grundsätzlich bei jedem Rennen leiden. Aber ich muss einmal so richtig leiden. Das war 2019 beim Transvulkania. Das ist eine Strecke von 74 Kilometern. Und ich habe mich nach 30 Kilometern so abgeschossen, dass ich eigentlich fast nicht mehr gehen hätte können. Ich hätte eigentlich raus sollen aus dem Rennen. Aber ich wollte durchbeißen, habe dann den guten Marathon hinten raus halt noch gefinisht und habe mich durchbissen, weil ich unbedingt ins Ziel kommen wollte. Aber dieser Tag bleibt mir einfach im Gedächtnis und den werde ich nie vergessen. Während des Laufens kriege ich eigentlich gar keine Komplimente, sondern eher irgendwie Hupen und blöde Kommentare, was schade ist. Aber nach einem Wettkampf habe ich schon ein schönes Kompliment gehabt. Das war beim Transvulkania, also der Halbmarathon. Dann bin ich gelaufen und danach kam eine Irin zu mir. Ich habe ja einen irischen Namen und hat mir gesagt, dass sie mir die ganze Zeit gefolgt hat und sich total gefreut hat, dass sie den dritten Platz gekriegt hat. Und das fand ich einfach super schön, weil irgendwie der Gedanke zu haben, dass jemand dann doch irgendwie zuschaut, obwohl ich in einem fremden Land bin. Und ja, das fand ich mega schön, obwohl es eigentlich nur um meinen Namen ging und nicht um die Leistung. Ja, da haben wir mal eine Frau zugerufen, dass ich die schönsten Beine im Feld habe und ich habe zwar an dem Tag eine sehr, sehr kurze Hose auch gehabt, wo viel Bein zum Sehen war, aber das war so ein prägendes Kompliment von einer Dame, das ich nicht vergessen werde. Ja, also mein Freund und seine Familie sagen, dass ich gut singen kann und ich spiele ja Klavier und singe dabei. Aber der ist ja auch ein bisschen taub, daher weiß nicht, der hört irgendwie nicht so ganz, vielleicht ist es doch nicht so gut, wie er meint, aber das sagt er mir jedenfalls. Ich bin Läufer, weil ich nicht viel kann und weil laufen die einfach die Sportler, das ist links, rechts und deshalb bin ich Läufer geworden, weil ich eigentlich nicht viel kann, na, muss ich leider enttäuschen. Mittlerweile, glaube ich, weiß jeder, was ich gut kann und das ist hart auf die Zähne beißen, wenn es weh tut. Etwas, das vielleicht verrückt war oder vielleicht eher doof und ich würde das nie wieder machen, war auch beim Madeira Ultra Trail. Ich hatte ja in den Wochen vorher ab und zu mal Schmerzen im Bein und meine Familie war auch dort. Und ich habe denen gesagt, ja, wenn ich was merke, dann würde ich halt aussteigen bei der ersten Verpflegungsstelle. Und dann kam ich an. Und ich habe ja schon irgendwas gespürt und dachte, ich steige aus. Aber meine Familie war nicht da. Und es war mir irgendwie zu blöd, dann zu warten. Deswegen bin ich weitergelaufen. Und dann stand ich irgendwann nach einem Marathon oben am Berg. Und da war meine Familie dann. Und ich hatte doch Schmerzen im Bein. Aber dann dachte ich, oh, ich muss es jetzt schaffen. Ich habe ja schon den Marathon gemacht. Und es geht jetzt nur bergab. Deswegen bin ich dann doch weitergelaufen. Im Endeffekt 85 Kilometer, obwohl ich eigentlich nach 20 oder so aussteigen wollte. Ja, aber das war eigentlich eher doof und ich würde das niemandem empfehlen, das zu machen. Ich glaube, dass unser Sport eigentlich sehr verrückt schon von Haus aus ist. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, dass irgendwas Verrücktes passiert ist währenddessen. Ich würde eher sagen, das Schönste, was man während eines Laufs sieht, und das ist halt, wenn es von der Nacht in den Tag geht, der Sonnenaufgang, den du dann so halbwegs noch genießen kannst, egal ob jetzt bei uns in die Alpen
oder halt ein Sonnenaufgang auf einer Insel während eines Wettkampfs würde ich als schön oder als sehr verrückt bezeichnen? Für mich ist der Traillauf die Möglichkeit, die schönsten Flecken überhaupt zu entdecken, wo man mit Verkehrsmitteln eigentlich nicht hinkommt. Deswegen ist es so schön und es ist nie langweilig. Jeder Lauf ist anders, ist so abwechslungsreich. Alles ist eine neue Herausforderung. Man kann die Strecken gar nicht vergleichen. Das finde ich viel schöner als zum Beispiel Straßenlauf, obwohl es auch seinen Anreiz hat. Aber Traillauf ist eher meins. Weil es ein Sport für Erwachsene ist, einfach ohne viel Aufwand in die Berge unterwegs zu sein und sich seinen Spielplatz selbst zu schaffen. Rauf, runter, so lange, so oft und so weit ich eigentlich laufen will. Und auf meine Art, in meinem Tempo, spielen für Erwachsene in den Bergen. Nach einem Wettkampf oder nach einem langen Training finde ich oft eigentlich schwierig zu essen. Und daher geht eigentlich nur eins, und das ist Pommes oder Kartoffeln. Ich weiß nicht, Kartoffeln kriege ich immer runter und deswegen esse ich ja gern Pommes irgendwie danach. Ist wahrscheinlich nicht so gesund. Aber naja, ist eine Belohnung. Nach einem Rennen muss ich mich belohnen und da kann es wirklich Fastfood sein. Da bin ich sehr offen und je nach Belohnung fahre ich mir dann da wirklich alles rein, was ich finde. Mein Alkohol kann natürlich auch dabei sein oder die goldene Möwe kann schon einmal besucht werden nach dem Training. Würde ich jetzt halt sagen, gibt es sowas auf keinen Fall, sondern dann ist wirklich aufs Essen zum Schauen. Also ich würde sehr stark differenzieren zwischen Training und Rennen. Als ich nach Heidelberg gezogen bin, habe ich bemerkt, dass ich den Traillauf mag. Ich habe dann damit angefangen. Aber ich würde sagen, dass ich bemerkt habe, dass ich das gut kann. Das war vielleicht bei meinem ersten Trail-Wettkampf in Saarbrücken, also der Hartfußler-Trail. Da habe ich ja mit den Läufern am Tag vorher darüber gesprochen und die haben alle über die Cut-Off-Zeiten gesprochen. Ich dachte, oh Gott, ob ich die Cut-Off-Zeiten überhaupt schaffe. Und dann habe ich am Ende irgendwie den zweiten Platz gekriegt. Und war dann voll überrascht und dachte, okay, vielleicht kann ich das doch relativ gut. Diesen Moment, wo ich gewusst habe, Trailrunning ist zu 100% meins, war im Jahr 2015. Das war auch zugleich das erste Rennen, was ich gemacht habe. Das war der Karwendelmarsch von 52 Kilometer. Und ich bin ins Ziel gekommen und ich habe an dem Tag so viel Spaß gehabt. Das hat mir so taugt. Und ich habe gewusst, okay, geil, das ist mein Sport, den will ich in Zukunft öfter machen und habe an meinem ersten Rennen festgestellt, da muss ich noch einiges trainieren, aber es macht absolut viel Spaß und seit dem Tag bin ich eigentlich dabei, mich ständig zu verbessern. Ich mache mir eigentlich nicht so wirklich Gedanken, ob ich glücklich bin oder nicht glücklich. Ich merke schon, wenn ich nicht oft laufe, wenn ich irgendwie Saisonpause mache oder so, dass irgendwas fehlt und wenn ich schlecht gelaunt bin, merke ich auch, dass das Laufen mir hilft. Daher würde ich jetzt schon irgendwie sagen, dass das Laufen mich schon glücklich macht, aber ich mache mir eigentlich gar nicht so wirklich viele Gedanken drüber. Ich mache es einfach. Um gut drauf zu sein, um mit mir in Einklang zu stehen, deshalb ist Laufen ein ausschlaggebender Punkt, dass ich mit mir selbst zufrieden bin. Und wenn ich mal nicht laufen kann, dann bin ich unglücklich. Wenn ich verletzt bin, wenn ich krank bin, dann bin ich sehr, sehr ein unangenehmer Mensch vielleicht einmal. Aber beim Laufen an sich ist immer eher vollste Zufriedenheit. Also ich bin selbstständig. Also ein idealer Tag ist für mich erstmal ein Tag, an dem ich keine Aufträge habe oder keine anstehenden Aufträge, sodass ich mir keinen Stress machen muss, keine E-Mails checken muss. Das ist ja schon mal gut. Und dann einfach, glaube ich, den ganzen Tag in den Bergen mit meinen zwei Hunden und meinem Freund verbringen. Das macht mich am glücklichsten. Und danach was Schönes essen und vielleicht sogar eine Massage kriegen. Das finde ich auch gut. Das wäre ein perfekter Tag. Ein perfekter Tag. Ich stehe früh auf,
Ich starte in die Nacht hinein, habe leichtes Gepäck dabei, bin entweder mit einem Kumpel oder mit der Freundin unterwegs, habe dann einen geilen Gipfel über 4000 Meter meistens und habe dann einen langen, langen Tag am Berg und bin danach so erschöpft und so K.O., dass ich dann irgendwo im Auto sitze oder in einem Café oder in einem Restaurant und mich sehr stark belohnen kann mit einem guten Essen und ein schönes Erlebnis am Berg mit jemandem teilen kann. Das waren tolle Typen hier bei unserer ersten Folge vom Trail TV. Vielen Dank euch Zuschauern. Es war uns ein Fest. Es Dennis, war super. Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Und für alle, die aufgepasst haben, das hat sich gelohnt. Wir haben jetzt nämlich eine Frage und wer die richtig beantwortet, gewinnt diesen La Sportiva-Schuh, diesen Zyklon, den wir als Tipp empfehlen. Der Schuh, der hoch hinaus will, hieß es, glaube ich. Genau, hoch hinaus wollen wir auch. Aber zuerst einmal die Frage, wie lang hat man Zeit bei dem Trail Game, dem neuen Eventformat von Plan B, für die 12,5 Kilometer Runde? Wir haben es erwähnt. Wir haben es erwähnt, ja, ich glaube sogar zweimal. Und mein Kommentar war aua am Ende. Genau, ihr könnt gewinnen, indem ihr auf Instagram geht, unseren Hashtag TrailTVXPlanB verwendet und das Trail Magazin sowie auch Plan B Event Company. Ihr seht beide Namen eingeblendet, einfach verwenden und ja, wir losen dann unter allen Teilnehmern aus, super, wer diesen coolen Schuh gewinnt. Genau. Und wenn ihr noch Fragen habt nach der Show, nach der Live-Show, die Sandra und ich und der Philipp Reiter und der Flo Neuschwander, wir sind zu viert für euch noch eine ganze Stunde da. Wir sind alle für euch da, genau. Beantworten eure Fragen auf dem Instagram-Kanal von Plan B. Genau, einfach online gehen, redet mit uns, gebt uns Feedback. Wir freuen uns total darauf, mit euch zu kommunizieren. In diesem Sinne, bis gleich. Ciao. Ciao.